poste mal den Link, genau, dann kann ich den auf die Fanseite von mir hauen. So, zack. Machen wir kurz Facebook auf. wo ist er? Achso, dir kann ich den ja auch hier im Skype, genau. Im Skype schicken. Zack. Okay. Ja, dann schreibe ich mal bei mir rein: Zuschauer sammeln. Ist das ein 5 on 5? Ja, ist ein 5 on 5. Ist 5 on 5 S&D. Ist das ein 5 on 5? Ja, ist ein 5 on 5. Oh, jetzt höre ich uns doppelt. Warum ist denn? Achso, ich habe hier. Ist das ein 5 on 5? Ja, ist ein 5. Das ist geil, wenn ich meine eigene Stream-Seite aufhabe. Dann ja, dann hörst du uns doppelt. Genau, und dann dieses Echo reproduziert sich ja immer und immer und immer wieder. Ja, das ist total geil. Ja. Ich habe das heute Mittag getestet und dann wurde das immer schlimmer. Ich habe halt immer diesen Skype, diesen Echo-Sound-Test ablaufen lassen und dann kam einfach immer und immer wieder. Dieses, keine Ahnung. Das darfst du nicht machen. Ja. Ganz gefährlich. Ja, habe ich mich eigentlich schon mega kaputt gelacht drüber. So, dann posten wir das mal. So, also live ist der Scheiß schon mal. Da steht jetzt im Moment auch noch drunter: Livestream startet um 20 Uhr. Und irgendjemand hat auch schon reingeschrieben: Hi Sirius. Ja, hallo. Also die ersten sehen das schon. Ich habe auch den Link schon gepostet. Doppelfunkpower im Chat, ja. Ich frage mal, ob sie dich auch hören. hört ihr an der Sirius? Habe ich jetzt reingetippt. Zack. Ladechat. Ja, doch, sie hören dich, glaube ich, auch. Okay, ja, dann hört man uns jetzt, glaube ich, beide. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann ich mal fragen, ob man leise die MW3... Ah, nee, jetzt kann man... Nee, die MW3-Musik kann man noch gar nicht hören. Ich bin da noch nicht auf MW3. Gut. Also dich hört man, mich hört man. Ja, wichtig ist halt die Frage, wenn wir dieses Spiel kommentieren, ob wir dann dementsprechend live kommentieren, ne? Ja, wir gehen beide in die Lobby rein, klar. Ja. Klar, wir gehen beide in die Lobby. Anders haut's halt auch nicht hin, ne, also. Ja. Ich komme nicht irgendwie in den Chat rein. Den muss ich mich erst bei Twitch wahrscheinlich anmelden, ne? Genau, musst du bei Twitch angemeldet sein. Ich glaube, ich hatte mal ein Twitch-Konto. Ich hab's jetzt auch bei Twitch gemacht, bei Owned sehe ich persönlich keinen Stream. Ja, also wenn ich selber streame, dann... Kannst du aber, das geht. Ja, weiß ich. Also ich sehe es auch im XSplit und die Leute sagen mir auch, ey, der Stream läuft, aber ich sehe es nicht bei mir im Internet Explorer und ich sehe es nicht bei mir im Firefox und ich weiß nicht, woran es liegt. Und hier ist es halt, hier sehe ich, mein Stream läuft und das ist für mich halt einfach einfacher. Einfach einfacher. Ja, so, ne? Also weil, wie soll ich jetzt bei Owned streamen, wenn ich selber Owned nicht empfangen kann, um zu sehen, ob es irgendwie hinhaut, ja? Das ist so der größte Haken. So, ich hab dich, ich folge dir jetzt mal und jetzt gucken wir mal, wir testen mal, ob der Stream funktioniert. Ja, perfekt. Funktioniert, man sieht mich auch und ich schreibe, ich bin rot, Mod-Icons. Kannst du mich irgendwie zum Mod hier machen oder so, geht es? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, ich auch nicht, okay. Nicht, dass wir wieder hier voll den Spam kriegen. Hast du was geschrieben schon? Bist du ja, ich habe Test geschrieben. Bist du der Duffman? Nein, ich bin Anders Hyrule. Ich sehe aber keine anderen Chat-Teilnehmer. Ja, das kommt, glaube ich, noch. Also der Chat läuft eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. So. Werbung ist ja sogar auch geschalten. Ja, genau, ist immer Werbung geschaltet, aber haben wir nichts von. Also verdienen nur die dran. Pfui. Ich glaube, man also kann... Wenn ich Test schreibe, also ich sehe meins nicht. Test. Also ich sehe nur Test. Vielleicht musst du so einen Link bestätigen, dass du so einen Anmeldelink erstmal anklicken musst, irgendwie so. Ich war schon angemeldet. Ach so, ich bin schon mal angemeldet gewesen. Ich sehe irgendwie nichts. Ist ja komisch. Da muss jetzt erst nochmal Kappa adden. Ja, den neuen habe ich schon geaddet, ja. Alle für Zuschauer, Kappa haben sie lebenslang gebannt. Wegen Verhaltensregeln. Komm, ey. Steht hier. Haben wir 5000 Zuschauer oder ist es 5000, haben die schon aufgerufen? Ja, das sind die alten Views. Die Zuschauer sind die rot beleuchteten da, 106. Gibt's eine Verzögerung im Stream? Weiß ich nicht. Ja, Logo, gibt's eine Verzögerung im Stream. Ein bisschen. Immer so 5 Sekunden auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was man für eine Bitrate hochjagt. Also ich habe es noch jetzt relativ hoch.
Müssen wir halt gucken, ob es so klappt. Generell ist es eigentlich für einen Stresstest, sage ich jetzt mal, ob es überhaupt funktioniert, ist es eigentlich schon, sind es eigentlich schon zu viele Zuschauer. Da hätte man sagen müssen, 100 Leute reichen jetzt, also so viele Leute, wie jetzt irgendwie da sind. Stimmentest, 1-2, Stimmentest. Man hätte hier eigentlich dieses PX5 anschließen müssen mit den Headset-Einstellungen, wo du immer die quietsche Stimme reinmachen kannst. Das stimmt, ja, das gibt's auch, ja. Also bei mir steht die ganze Zeit Lade-Chat, aber Punkt, Punkt, Punkt und mehr nicht. Ja, komisch, also bei mir läuft der Chat, da schreiben gerade auch schon irgendwie eigentlich eine Menge Leute. Ich muss mal auf Einstellungen gucken, vielleicht habe ich irgendwas ausgestellt. Language, Deutsch, ja, ist klar, das ist, wie sagt man, Chat, ist irgendwas mit Chat. So, also starten wir mal gleich mal MW3 hier. So, ja, mein MW3 läuft schon. Chat, ausgeschlossene User? Nein, das betrifft ja nur meins. Subscriptions. Justin.tv. Ach, hat es mit Justin.tv zu tun, oder was? Ja, das ist ja Justin eigentlich, und Justin hat dann so diese Stream-Geschichte irgendwie als Twitch ausgelagert oder irgendwie so. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe am Anfang auch immer gesagt, ja, Twitch.tv ist das ehemalige Justin.tv, und irgendwann hat mal jemand gesagt, nee, das ist immer noch Justin. Die haben das halt nur irgendwie abgegeben oder sowas. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, cool ist auch, dass man sich hier direkt mit YouTube verbinden kann und irgendwie die Highlights hochladen kann. Wobei, das habe ich so, dann fragt er dich so und dann greifen die irgendwie auf deinen Konto. Ich war da noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber es geht schon, ja. Ich probiere es mit meinem zweiten Account mal. Ja. So, bin ich hier. Ich muss jetzt erstmal hier dieses ganze Gebimmel irgendwie, was man so hört, irgendwie im Chat und so ausmachen. Chat verbergen, Chattöne. Ja, du musst einfach bloß dich auf beschäftigt stellen, dann hast du keine Töne. Ja, ja. Also das mache ich immer. Zack, 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 zack. Aber muss ich halt alles noch so erledigen, also. Ja, für die Frauen-WM dann, wenn wir soweit sind, müssen wir es auf jeden Fall schon vorher ein paar Mal testen. Ja. Oh scheiße, 283 Leute. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Eigentlich wird das heute leider nichts mehr. Weißt du, was ich jetzt ganz cooles habe? Siehst du den Stream gerade? Ich kann jetzt hier so Sachen einblenden wie das. Dieses Logo oder was? Ja, das war gerade das Konsoles-Logo. Dann, was habe ich noch? Das ist ja cool. Wie kannst du das machen? Du kannst hier bei XSplit kannst du insgesamt so 12 Szenen anlegen. Und dann habe ich auf diesen unterschiedlichen Szenen, habe ich zum Beispiel hier einmal mein Intro gelegt. Dann habe ich mein Outro draufgelegt. Du kannst, was du machen kannst, ich glaube, wenn du mich anklickst beim Chat, also du siehst mich, glaube ich, könntest du auf mich draufklicken und mich zum Moderator machen, wenn mich nicht alles täuscht. Wo bist denn du da, ey? Da sind 100 Nachrichten jetzt schon. Tipp mal hier schnell was. Du kannst, unten auf diese, rechts neben dem Chat ist so ein Mensch, dann zoomst du ganz runter. Achso, ja, okay, stimmt. Und dann müsstest du mich irgendwie... Da bist du, ja. Und dann kann ich dich irgendwas... Irgendwie zum Moderator machen, guck mal. Ignore, follow, timeout, ban, voice, unvoice, OP. Ja, genau, OP, genau. OP. Okay, jetzt habe ich dich auf OP geklickt. Genau, jetzt bin ich nämlich Moderator. Siehst du, jetzt bin ich in der Moderatorliste. Jetzt kann ich nämlich Leute rauskicken, die irgendwie Scheiße labern. Wir kicken euch alle. So. Ja, stimmt. Jetzt bist du in der Moderatorliste. Tolle Technik. So, ich wechsle jetzt schon mal. Pass auf, jetzt kann ich hier noch was machen. Ich habe hier so ein doppeltes Bild. Jetzt habe ich ja das Call of Duty-Bild. Ich weiß nicht, das ist im Stream noch nicht da. Das kommt ja so ein paar Sekunden später. Und trotzdem, wie hast du dein Logo? Wie hast du dein Ding oben reingekriegt? Ja, pass mal auf, was ich jetzt noch mache. Ja, ist auch nicht schlecht, oder? Oh, das ist ja nice. Das ist auch eine geile Sache, oder? Nein! Er hat daneben geschossen. Aber das kann ich auch wieder wegmachen, so. Zack. Ja, aber das ist zeitverzögert dann extrem, ne? Ja, das mit dem Gesagten oder was wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist aber nicht zeitverzögert im Stream. Du hörst mich natürlich jetzt live, aber im Stream kommt es gleichzeitig an. Ja. Das ist jetzt nur für dich, weil wir über den Skype reden. Also für die Leute da draußen... Es ist absolut korrekt. Aber das mit deinem Ding oben ist cool. Ja, das ist echt gut, ne? Cool.
Ja, also ich lasse mir gerade ein richtig geiles neues Wasserzeichen machen, und zwar ein animiertes. Aber das ist auch ganz nice, finde ich. Ich habe am Anfang habe ich es auch mal durchsichtig gemacht und so, aber jetzt habe ich gedacht, nee, jetzt reicht's. Mit Ja. Cam, please. Der Candy ist da. Mandarinen Schmandkuchen, jawohl. Hi Candy. Hi, hi, Ich hi. weiß gar nicht, ob ich schon Einladungen habe. Wahrscheinlich spielen die schon lange und haben nicht auf uns gewartet. Ja, ich glaub's auch. Also ich habe zumindest sechs Nachrichten. Okay, dann musst du mich auf jeden Fall mit einladen. Ich glaub, hast du mich auf meinem zweiten Account überhaupt? Nicht Nee, das. ich Ja, glaube nicht. warte Oder? mal. Nee, ich habe dich, glaube ich, nur auf X dem normalen. Elvis. Ich habe nur den normalen Account. So, wir treten der Sitzung bei. Jetzt eigentlich blöd, ich hätte die Webcam dahin machen müssen, oder? Das ist auch scheiße. Dann Aber sehe mach die Webcam, ist die besser Webcam mache ich aus. gleich aus. Also wenn das Spiel läuft. Edde mal mich unter dem, warte, ich schreib dir mal den Account. So, dann muss ich jetzt live irgendjemanden kicken. Pass auf, ich blende das jetzt nochmal aus, dann seht ihr nicht, wenn ich kicke. Ich kick jetzt. So, wenn ich gleich nicht mehr in eurer Freundesliste bin, dann wisst ihr, dass ihr live gekickt wurdet. So. Wer ist überhaupt diese Rocks Games? Keine Ahnung. Wie. Bekomme ich eine Autogrammkarte von mir? Ja klar, schreib mir in mein Postfach, dann schicke ich dir eine Autogrammkarte mit einem Nacktfoto. Kennst du das auch, dass du manchmal so die Freundesliste durchgehst und hat irgendjemand seinen Namen geändert und man weiß null Ja, mehr, wer das ist? kenne ich, kenne ich. So, wer ist jetzt bitte schön Nuclear Owl? Und tschüss. Weiß ich nicht. Falls du gerade zuschauen solltest, du wurdest gerade live gekickt. Wegen Mafia 2 spielen. So. Ich sehe die Viewerzahl aber nicht. Ach doch, da jetzt. 300 Stück haben wir fast. Mitspielen kann man nicht. Nein, das ist ein CSL, ESL-Match, ne? CSL. Ja, CSL-Match, genau. Ja. So. Zack, zack. So, ich habe noch keine Nachricht von dir. Ja, warte, ich schick dir eine. Einladung, Freundschaftsanfrage. Und why so serious oder was? Und ein X dahinter, also Freizeichen und ein X. Why und Leerzeichen dazwischen? Genau, immer bei Leerzeichen, so Leerzeichen. Und Sirius Sirius. geschrieben, Sirius wie du Ja, Sirius. genau. Und wieder Leerzeichen und wieder X. So, ich hatte mir irgendwo was zu saufen mitgenommen. So, warte mal, du müsstest jetzt eine Nachricht bekommen. Ja, der Elvis. Der Elvis, genau. Jetzt müsste ich eigentlich Geld für Effektwerbung bekommen. Mal eben in die Der Kamera Kappa hat gehalten. mich eingeladen, hat er gesagt. Gut, ich hab dich Ah ja, da gefunden. unten ist es. Ah, perfekt. Ich stelle mich mal auf nicht beschäftigt. Oder auf nicht beschäftigt, auf beschäftigt stellen. Ich bin offline. Ja, ist ungefähr das gleiche. So. Na, bei offline kannst du nicht joinen, ne? Bei beschäftigt glaube ich schon. Hört, aber den Spielchat hört man nicht, na? Weiß ich nicht. Guck Eigentlich mal in deine Xbox-Einstellungen. sollte man ein bisschen hören. Warte, wir fragen mal. Hört ihr die Leute, die jetzt gerade reden? Eigentlich müsste man die hören. Nein, nein, nein. Ja, wahrscheinlich ist es doch, hört man. Ja, man hört sie leise. Ich Nein, hab den nein, nein, Sound. nein. Jeder schreibt nein. Nein, nein, nein. Na, ist auch okay. Guck mal bei deinen Xbox-Einstellungen, wenn du auf Voreinstellungen und dann Sprache gehst, ob du Ausgabe über beide hast. Ich habe Ausgabe über Headset, aber in dem Moment, wo ich mein Headset, also wo ich eigentlich das Kabel vom Pad rausziehe, in dem Moment wird es ja wieder über einen Lautsprecher mit ausgegeben und sowas eigentlich gedacht. So könnte ich's, ja, ganz, man müsste sie eigentlich ganz leise hören, ja. Aber es ist auch im Grunde genommen Ist egal. ja In auch nicht wichtig, ja, klar. dem Moment, also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich das Kabel reinstecke, taucht in dem Moment gleich auch bei mir das Mikro eigentlich auf für die Lobby und dann würde man nichts übertragen bekommen und wenn ich es rausziehe, dann könnte man halt wieder was hören. Ja. Ich gehe mal kurz in der Lobby fragen, was da so los ist. Also du kannst, wenn du willst, dann das,
Bild ausmachen. Falls ihr noch andere Leute habt, die gerne zugucken möchten, ihr könnt einfach den Link weiterleiten, also twitch.tv/so_Sirius. Ja, würde mich freuen. Vielleicht kriegen wir 500 Leute zusammen heute. Wir möchten, also der Frank und ich möchten euch heute dieses Gameplay, das im Hintergrund läuft, kommentieren. Es ist ein 5-on-5 Suchen und Zerstören. Und wir spielen, momentan ist die Karte Dome eingestellt. Ich weiß noch nicht, auf welcher Karte wir spielen werden. Wir werden es aber, denke ich, sehen. Und wir versuchen einfach euch mal so ein bisschen irgendwas in diese Richtung zu machen. Und dann gucken wir halt mal, was wir kommentieren können. Ja, also bei denen fehlt noch einer. Da ist wahrscheinlich gerade einer auf dem Klo oder wie das immer so Also. ist. Ich muss nochmal eben weg, die Katze muss raus und sowas. Das ist irgendwie eigentlich normal. Ja, ich habe den Leuten gerade mal erklärt, was wir gerne machen möchten. Und du kannst dein Bild, müsstest du entweder kleiner machen oder ganz Ja, rausnehmen. das mache ich raus. Wenn das Spiel anfängt, ist es Ja. raus. So, wo sind wir denn hier? Bei welchem Match? Muss man eben schauen. Es ist auf jeden Fall das N7-Team, was von Rox Games, quasi das Rox Games Werksteam, und das Ja. spielt gegen Uprising. Und bei Uprising spielt auch die Chiara mit, ist die Giggles. Die Giggles ist wiederum der Team-Captain vom deutschen Female-Team. Also das ist irgendwie eigentlich keine schlechte Kombi. Also das Uprising-Team hat, glaube ich, als eines der wenigen Teams auch wirklich eine Frau mit dem Line-Up stehen. Das heißt, wir sehen heute ein Match gemischt sozusagen. Frau mit Männern. Ja, Mixed Match. Das Mixed Match, ja. ist Mixed. Und weißt du auch kartenmäßig, ob wir jetzt wirklich hier auf der Dome Map bleiben? Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weißt du Also nicht, keine Ahnung. muss ich mir jetzt erst hier auch wieder das Match suchen, wo es war. Und zwar ist das der 5-on-5 Winter Suchen und Zerstören Cup. Okay, So. spielen wir, wie viel Karten spielen wir? Ich müsste jetzt in den Regeln gucken. Normalerweise spielt man beide Teams Vier, zwei ne? Karten, ja, vier Karten. Und dann immer bis 8. Vier Karten bis acht. Pass auf, ich hau die hier mal Das in sind aber den. CSRL-Regeln erlaubt, ne? Genau, hier. Von dem her. Das sind die Regeln. Also es gibt halt einen bestimmten Map-Pool, der vorgegeben ist. Es sind halt bestimmte Waffen absolut verboten. Also zum Beispiel ist die Type verboten, Shotguns sind verboten, Einsatzschild ist verboten. Sekundär gibt es halt keine Reihenfeuerpistolen, keine Werfer. Es gibt keine Granatwerfer, kein Heartbeat, keine Schrotflinte, kein Thermal, kein Akimbo und so Ja. weiter und so fort. Also es ist eine Menge rausgenommen, damit es einfach ja, E-Sport-mäßiger ist. Und falls jetzt Richtig. nicht gerade ein Lag-Test startet, startet auch das Match. Mach mal das Bild raus von dir noch, das noch drinnen, dass die Leute das noch besser sehen. Yeah. So, ich weiß jetzt nicht, wer Ich kann wohin. aber nicht Spectator gehen. Du gehst auf ein Team und dann drückst du zweimal B. So, wem folgen wir denn hier mal als erstes? Also ich bin auf Svensson. Ja, ich auch. Ich denke mal, die Leute werden wahrscheinlich jetzt erstmal so ein paar Aktionen sehen vom ersten Team. Ich gucke mir mal so ein bisschen das Gegnerteam gerade Ja, an, was ja. die für eine Taktik verfolgen. Das ist eigentlich ganz schön. Mal gucken. Also Sharky ist auf jeden Fall schon down gegangen vor A. Von Flo. Ja, der ist Svensson auch zieht gerade down Flo. gegangen. Ich weiß nicht, habe ich das gerade richtig gesehen? Er hat beim N7-Team sich. Ja, war da ein Teamkill? Ah, das ist auch schon durch. Habe ich Kali auch holt gedacht, Svensson. ja. Ja, schnelle erste Runde auf jeden Fall. Also ich kann auch nicht ins andere Team wechseln. Ich müsste, glaube ich, mal das Team wechseln, oder? Genau, du kannst auf Team wechseln gehen und dann wieder zweimal B drücken. Ja. Muss ich definitiv, weil dann kann ich mir wenigstens die Gegner anschauen. Ich gehe lieber Spectator direkt, weil dann kann ich mir alles angucken. So, ich laufe mal mit Kappa durch die Gegend. Oh, Kappa hat Frischling drin. Fast schon solidarisch, würde ich sagen, weil ich immer Frischling als Marke drin habe. Also die kommen jetzt gerade hier über die C-Seite auf A-Richtung. Man sieht viele UMP-Spieler oder die PP90 M M01 spielen.
Ansonsten von den Perks, denke ich, spielen die meisten ja wirklich die Perks, die schnell, sage ich mal, versuchen und zerstören sind, so wie Dead Silence, Quick Draw, Ja, Extreme Condition. also Todesstille Pro ist eigentlich, denke ich mal, Standard hier bei allen. Ja. Bei denen ich hier auch so durchschalte, sehe ich niemanden, der ohne Todesstille spielt. Bei Ja. S&D auch fatal. Auf alle Fälle. Also momentan vom N7 nur keiner down, noch gar keiner down. Up hat momentan zwei Downs. Aber Up spielt ziemlich defensiv, obwohl sie Ja. planten müssten, finde ich. Flo holt jetzt Barto. Ne, das wechselt immer. Das wechselt immer jede Runde. Ja, also eine Runde greift N7 an und eine Runde, oder meinst du, Up spielt relativ defensiv? Ja, sag ich ja. Ich habe ja Up Ach momentan so, ja, okay. im Bild, deswegen sage ich ja, dass ich berichte jetzt vom Gegner aus sozusagen. Also jetzt ist Flo von Up ziemlich offensiv gegangen auf die Bombe. Denk, wird schwierig, sich trotzdem durchzusetzen, weil er Ah. ist jetzt, da oben hat er jetzt noch einen, den holt er jetzt weg, der Flo. Kapp hat auch so ein Fernduell hier, ich kann aber nicht sehen, mit wem. Jetzt steht 2-2. Mal gucken, wie sie es abholen. Jetzt wird schwierig, jetzt geht's in One-on-One und Svensson hat gewonnen, ja. So, gucken wir mal rein. Svensson und Kappa leben noch gegen Snake. Zwei gegen einen. Kappa ist eigentlich am Spawn, guckt so ein bisschen Richtung B. Ja, Snake bewegt sich Richtung Bombe A und geht jetzt down. Ja. Ja, war schwierig. Ein 2 gegen 1 ist immer, vor allem auf der Karte, denke ich, ist schwierig, ne? Ist halt auch undankbar, ne? Also, Ja. ich weiß jetzt nicht, hatte er die Bombe dabei? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, hat sie dabei gehabt Okay. sogar. Ich denke mal, was halt wichtig ist beim Suchen und Zerstören, wenn du letzter Überlebender bist, vielleicht irgendwo einen Ort suchen, der nicht unbedingt recht gut einsehbar ist von allen Seiten. Also ich gucke jetzt gerade mal ab, kommt wieder über den Mittelgang Richtung B-Bombe. Werden jetzt da geflasht, zwei Leute. Ja, Sharky ist schon ziemlich schnell durch über die linke Seite von der Angreiferrichtung aus. Ist jetzt schon oben über B mit der Bombe. Zieht den ersten an der Bombe. Deckt aber direkt wieder nach hinten ab. Ja, wie gesagt, die Spiel, also abspielt relativ defensiv, finde ich, für den Anfang. Die haben eigentlich keinen einzigen Rusher richtig dabei. Ziemlich viele Assault Rifles sehe ich da, viele mit der ACR. ACR Rotpunkt scheint meiner Meinung nach so das Ja, Standard, Beste zu sein. Ja. mit Standard-Line-Up wahrscheinlich hier. Ja, Sleight of Hand, Quick Draw und Dead Silence ist so. Aber mit den Klassen spiele ich auch, wenn ich Public gehe. Also das ist definitiv so. Also im Moment bewegt sich nichts. Nee. Zeit tickt ab. Wie viel haben wir noch? Okay, Giggles Also ist alleine. Jiggles, ja, der ist jetzt alleine mit Bombe. Sie ist alleine. Psst, psst, Sie! psst. Ja. Psst, oh. Meine Female Team Captain. Ah, Oh. jetzt sie holt einen down, Ja. ja. Oder nee, Hat hat sie noch Svensson auf nicht. jeden Fall angeschossen? Ja, jetzt hat sie ihn. Schöner Dropshot. Ja, absolut. Wird Aber aber jetzt, nichts mehr, nee. ne? Reicht Ja, die Zeit kriegt es nicht. noch. Hat es noch gekriegt von ihm. Ah. So, mal schauen, die müssen jetzt wieder planten. Also ich finde, der Einzige, der richtig aggressiv von denen spielt, das ist dieser Flo mit der UMP, der dementsprechend ziemlich krass durchrusht. Rennt jetzt auch direkt auf B, auf die Bombe. Jetzt bleibt er ein bisschen defensiv und, Ja, glaube ich, eigentlich hört ist sich ein Barto bisschen. auch direkt mit an bei B, auch mit der UMP. Ja, die planten jetzt gerade, glaube ich. Kappa scheint einen zu sehen. Ja, wie gesagt, ich sehe nur Leute, die im anvisierten Modus sind bei Up. Also dementsprechend ziemlich defensives Spiel gerade. Sie versuchen, glaube ich, zu planten, kommen aber nicht richtig durch, weil zu viel Gegenangriff kommt von N7 jetzt hier. Kappa ist leicht geflasht. Kommen die von dir aus gesehen komplett über die rechte Seite? Also Kappa denkt hier links die lange Straße. Die kommen komplett über Mitte. Ja. Komplett Mitte down. Also komplett B-Bombe ist voller Gegner, sage ich mal. Ja. Aber die spielen auch relativ krass, was, sag ich mal, die Sicherung betrifft, weil die spielen echt oft auf Deckung extrem. Barto ist geflasht. Ja, ist im Moment relativ statisch, finde ich eigentlich auch. Ist halt okay, wenn du Verteidiger bist und ich hier bei N7 zugucke, ist es natürlich so oder so ein bisschen statischer. Ja. Ich gucke jetzt mal währenddessen ein bisschen in den Chat, weil da ein paar Leute am Spammen sind. Ich habe den einen jetzt mal gebannt, weil der andauernd irgendwelche Scheiße geschrieben hat.
Also Leute, wie gesagt, der Chat ist nicht dafür da, um eure Ausdrücke zur Kenntnis zu bringen. Da könnt ihr gerne zu eurem Psychiater gehen und diese Dorten vonstatten bringen. Der Chat ist für Fragen etc. gedacht. Ja, Kali holt jetzt da einen. Ja, Old Sharky. Aber wie gesagt, die sind relativ festgeklebt am Spawn, muss man sagen. Kali ist jetzt gegen, glaube ich, gegen zwei, oder? Ja, es ist ein Two-on-Two. Ah ne, Kali ist auch Nee, alleine. nee. Ist alleine, jetzt Ja, hat das kassiert, ja. okay. Falsche Cam ausgesucht, wie immer gerade. Ja, das ist leider so. Er hat ihn von der Seite komplett weggeholt, da hat er keine Chance, da Ja. hört er ihn ja auch nicht. Ja, 3-1 für N7 Moment in Führung. Habe ich nach der ersten Runde gar nicht so gedacht. Da hat ja Ab eigentlich mit der ersten Runde ganz gut zugelegt. Ja. Auf alle Fälle. Ja, die kommen jetzt relativ krass über die linke Seite. Ein paar mittig, sind Ja. aber beide geflasht in der Mitte, was ich so gesehen habe. Dann der Rest, einer über rechts komplett, der Rest wieder Mitte. Also dieser, selbst Public ist dieser Mitteltunnel da extrem von Traffic befallen, sag ich mal, weil das ist extrem krass, was da immer abgeht. Da fliegen die Flash, da fliegen die Granaten, alles geht da ab. Ah, ich bin im Moment auf Svensson. Der hat schon unter mir noch bei Visa gespielt. Und der ist mit Kappa komplett auf der rechten Seite. So, geplantet wurde auch schon. Und das Ding liegt natürlich an der B-Bombe, wo auch sonst. Ja. Holt Ja, Kali. Jiggles ist alleine jetzt gegen alle, glaube ich, von ihnen. Ja, hat Ja. er ihn fast gehabt. Also war ein knappes Ding, aber es ist Hat sie. sichere 4 zu 1. Hat sie. Hat sie ihn gehabt? Ja, das ist ungewohnt, extrem ungewohnt. Ja, da müssen wir mal Chiara überreden, dass die ab Chiara heißt. Das kann sich ja keiner merken. Ja, oder, ach, verdammt, die braucht definitiv einen pinken, ein pinkes Emblem, so wie ich. So, jetzt geht es im Übrigen weiter. Das endet nicht, wer als erster vier hat, sondern es werden halt genau vier Hin- und vier Rückrunden gespielt, ja? Ja. So, ich gehe jetzt mal auf. Wen gucken wir uns an? Kappa. Kappa geht links nach vorne bis zum LKW meistens. Posi hat da vorhin schon gehabt, ist vollkommen geflasht. Mindestens von zwei, wenn nicht von dreien. Sieht nix, ist aber noch am Leben. Also Respekt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wird aber hier schon übelst befeuert. Ist also auf jeden Fall gesehen worden. Der erste von N7 ist auch down. Ja, Flo hat gerade Oh, zwei schon jede Leute Menge, Mensch. weggeholt. Ist schon nur noch Kappa und Sharky unterwegs und da geht Kappa auch down. Ja. Sharky alleine gegen alle. Ich denke mal, die tendieren jetzt auf B. Er geht ein bisschen außen rum, versucht über den Spawn zu kommen. Ja, keine Chance. War das Ding schnell Schwierig, durch, ja. schwierig. Aber eine definitiv sehr schnelle Runde, ne? Auf alle Fälle. Die Leute schreiben im Chat, wir sollen ein bisschen an der Quali schrauben, also ein bisschen nach unten, weil es recht stark leckt, sagen Aha, sie. okay. Also ich persönlich kann mich nicht beklagen, die Verbindung ist relativ Also bei mir schnell. leckt's auch null, muss ich sagen. Also ich habe den Stream gleichzeitig auf und Es kann natürlich sein, dass wir das Gesehene zu schnell kommentieren. Weißt du, wie ich meine? Wir müssten mehr über den Livestream kommentieren. Ja, nee, über den Livestream kannst du nicht kommentieren. Also es hat so eine Verzögerung ungefähr von einer halben Sekunde, was wir sehen. Ich sag jetzt mal so, die Sprache ist ein ganz klein bisschen schneller da, Also die Leute schreiben, als es wie die leckt kein Bilder. bisschen, leckt kein bisschen. Okay, passt. Also es scheint wirklich zu laufen. Es liegt dann, denke ich, definitiv an der Internetverbindung von den Leuten. Es ist ganz Und häufig, hängt es auch irgendwie am Browser oder so, dass du da irgendeine Einstellung vornehmen also musst oder was. Firefox definitiv ohne Probleme. Svensson zieht wieder ein. Also ich habe bei Quatsch, bei Svensson, bei Firefox und bei Internet Explorer also keine Probleme hier. Ich habe beide Fenster jetzt Ja. gleichzeitig auf. Das heißt, also ich lade auch nochmal, während ich uploade, zweimal das Bild rein und bei mir läuft es überall. Ja, also definitiv. Kappa geht down, genau in dem Moment, wo ich auf seine Cam gehe. Schönen Ja, Dankmoment Snakes hat immer. ihn hier geholt. Ja. Svensson schon alleine. Svensson ist alleine. Oh, gegen drei, gegen Kali, Snake und Giggles. Aber ich spiele relativ defensiv Müsst er dafür, dass holen? Spike ein 1 jetzt hat er Ah. ihn, ja. Ja, War hier. relativ knapp, der Act gerade. Ja. Ich sehe es nochmal im Livestream gerade. Ja, von meiner Sicht sah es ein bisschen anders aus. War knapper von meiner Sicht irgendwie aus, wie jetzt von der Livestream-Sicht aus. Oh, 4-3. So wird es nochmal ja, spannend, so ne? schnell dreht sich das Blatt, ne? Ja, Flo ist eigentlich der Einzige jetzt beim Team von Up, der mit einer P90 mit Schalldämpfer spielt. Also sehe ich selten, wenn ich ESL, CSL sehe. Ja, geht Ja, aber jetzt Flo schnell geht down, down. ja. Jetzt bin ich bei Snakes gerade von der Linie. Der ist jetzt immer noch bei den Fahrrädern hinten. Guckt jetzt
Richtung Spawn von N7. Ist jetzt einmal kurz geflasht worden, geht jetzt down. Bogey geht nach vorne, also N7 hat jetzt zumindest einen Mann, der immer vorgezogen spielt. Jetzt haben sie ein bisschen umgestellt, ne? Ja, wir spielen relativ abwartend. Also Kali wartet mit der Bombe Richtung A gucken. Ich kann die Posi leider nicht genau erkennen. Na, also N7 Das wandert ist komplett nach vorne eigentlich, würde ich jetzt sagen. C-Punkt. Das ist Domination C-Punkt, wo er gerade durch die Kisten unten durchguckt. Jetzt kommt einer gegen ihn. Jetzt ist er gegen zwei, gegen vier, fünf, gegen fünf Leute. Eins gegen fünf. So, und Ah, einen Rund. eigentlich ist das so der Ort, wo man dann bleibt, oder? Also das ist so Ja, am das Spawn der ist. letzte, wo du was ziehen Normalerweise musst kannst. du dann bleiben. Also es Und ist wirklich definitiv so. Weil ich sag mal, ich hab auch selten im Suchen und Zerstören Leute gesehen, die durch Rushen dann noch One-on-Five gewonnen haben. Ja, ganz schwierig. ja, Ja. One on Five ist eigentlich. Also wenn du ein One on Five in einem Liga-Match machst, bist du eigentlich der König. Also ein 5-3 für Ja. N7 im Moment. Und also da die letzte Runde war nicht mehr zu gewinnen, ganz klar. Also wenn du mal Ja. gegen zwei, also wenn du gegen drei in einem Ligen-Match schon bestehst, dann ist das eigentlich schon Hit. Aber gegen Ja. fünf, da kannst du eigentlich schon, da kannst du dir die Nate vor die Füße werfen und einfach warten, dass die Runde vorbei ist. Die Runde geht eigentlich knapp, muss man sagen, weil sie haben noch ziemlich aufgeholt ab, Ja, finde ich. finde ich auch. Haben noch zwei Runden auf jeden N7 Fall hat dazu. gut vorgelegt, dann aber ein bisschen nachgelassen entgegen den letzten Runden. Ganz angenehm fand ich jetzt eigentlich. Oh, jetzt mache ich was Cooles. Jetzt habe ich das Konsoles-Logo eingeblendet. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Ganz schön fand ich eigentlich, dass das Spiel nach und nach schneller geworden ist. Ja, also die erste Runde war ja wirklich extrem statisch und extrem langsam. Und dann ist es ja doch so nach und nach ein bisschen angezogen. Und die letzten zwei der Runden gingen einfach schon ein bisschen heftiger zur Sache. Und Ja. könnte ich mir vorstellen, also wenn es nicht sehr knapp am Ende ist, ja, Ja. so ein, was weiß ich, 12-12-Situation oder so von Punkten, dass es dann auch nach und nach immer mehr abgehen Wird schwierig. Ich bin jetzt bei N7 mal dabei. wird. Ja, ich auch, weil eigentlich war es, ich weiß jetzt gar nicht, wie Uprising dazu steht, eigentlich war es ausgemacht, dass ich halt N7 streame, Ja, klar. Oh. weil viele Leute dann. Na, bei so Streams, jetzt ist es ja ein relativ öffentliches Ding, ja. Also am Anfang, wo ich gesagt habe, hey, Stream, habe ich gesagt, ich bleibe auch auf der Seite von N7, dass ihr nicht denkt, wir würden eure Sachen übertragen oder so, ja. Also so, Ja. da haben wir jetzt heute nicht mehr drüber gesprochen. Das Ganze kam ja ein bisschen kurzfristig zustande. Also ich hatte das schon mal für Sonntag geplant. Da hat mir dann ein Team abgesagt, beziehungsweise die meisten weigern sich dann auch, irgendwie sowas streamen zu lassen. Und Up hat mir jetzt gestern oder vorgestern Abend zugesagt. Und dann war es halt so eine Aktion, vorgestern Abend zugesagt, dass man sagt, okay, über einen Tag organisieren wir jetzt hier so ein bisschen den Stream und dementsprechend war da jetzt auch nicht mehr so viel Vorbereitung, wie man es jetzt vielleicht bei einem größeren Spiel oder wie sowas wie jetzt bei diesem Female Match mit dem Ja. Ländermatch machen Ja, würde. das ist natürlich was ganz was anderes, klar. Also momentan, einer fragt jetzt hier, ob es ein Clan-Match oder ein Liga-Match ist. Es ist normalerweise ein Liga-Match, ist kein. Ja, da spielen halt zwei Clans gegeneinander in einem Consoles Cup und zwar, ich kann mal, ich gucke mal, ob ich den Link noch. Ich poste mal einmal den Link in den Chat rein. Das ist das Spiel. Das ist der Winter Suchen und Zerstören Cup. Wie lang geht der Stream? Wir sehen vier Maps. Ja, kommt drauf an, wie lange die Leute spielen. Die erste Map ist jetzt rum. Zweite Map beginnt gerade. Also wenn wir jetzt sagen, wie lange sind wir jetzt online? Ich kann es gar nicht sagen. 20 Minuten? Ich würde sagen, so insgesamt eine Stunde oder so geht so ein Spiel ungefähr. Das wäre normal. So, den gucke ich mir an. Ich gucke mir Kappa an. Ich bleib mal wieder beim Team ab. Trotzdem ein bisschen berichten. Ja, Underground ist eigentlich so eine Karte, wo ich ganz ehrlich immer beim Suchen und Zerstören mich immer schwer tue, welche Richtung ich gehe. Weil wenn du Richtung A-Bombe gehst, da Richtung B-Domination-Punkt, da ist immer relativ viel Action und wird relativ viel genatet und auch immer relativ viel gestunt. Es ist schwierig. Und da muss man ganz ehrlich sagen, finde ich, ist es schon schwierig, auch im Public Match zu bestehen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich meistens auch in die Richtung der Mittelhalle und versuche mich dann durch den rechten Gang durchzuarbeiten und da dann Leute wegzuholen. Aber Up bleibt jetzt hier, wie ich sehe, relativ gelassen und bleibt oben am Spawn stehen. Na, ist im Moment, also im Moment, Bartos ist der Erste, der fällt. Unten Ja, am. Flo ist jetzt mit der Bombe direkt am A-Spawn, weil Ja. jetzt geht er down mit der Bombe. Jetzt ist Jiggles noch da, der müsste jetzt mit Snakes Sie, oben sein. sie,
Sie. Ja, verdammt, das der ist der geilste Scheiß. Running Gag. Ja, immer. Das kriege ich nicht rein. Das kriege ich definitiv Ich nicht rein. finde Außer, es. ja. Also, Borgi kriegt hier gerade die Nate um die Ohren geworfen. Also, einer muss definitiv noch oben auf der A-Seite stehen. Die Bombe liegt Naja. aber auch unten bei A. Also, Also, Snakes geht jetzt runter und sie steht unten alleine jetzt gegen, doppelt glaube ich, zwei unangenehm. Ja, Leute. die Bombe wird hier quasi schon bewacht. Jetzt kommt einer auch auf A runtergesprungen. Ich weiß nicht, wer es war. Oh, Oh, jetzt Boogie geht geht down. Rebound. Snake zieht ihn. Also, sie läuft jetzt Richtung Bombe guckend, außen rum. Was für eine Situation haben wir? Wir haben 2 gegen 2. Könnte knapp werden, weil sie geht jetzt auf die Bombe, kriegt jetzt Kappa, holt die Bombe und plantet jetzt. Ja, jetzt Oh. ist vorbei. Sharky War geht down. eine Snake schöne zieht ihn. Runde. Ja. War natürlich das Problem, dass jetzt Kappa alleine rausgerannt ist, wobei er vielleicht abwarten hätte sollen. Ich weiß nicht, immer schwierige Situation, weil es war jetzt ein 2 gegen 2 und die mussten planten. Also in so einer Situation würde ich im Public, weiß ich nicht, das ist schwierig, würde ich wirklich abwarten, was der Gegner macht, ne? Oh, die Leute meckern, weil ich nicht in Chat gucke. Underground. So, jetzt könnt ihr was schreiben. Jetzt gucke ich in Chat. Ich lasse einfach Svensson laufen. Das kommt natürlich jetzt 5 Sekunden später an, wenn ich das sage. Ja. Also in 7 ist auf jeden Fall mega derbe auf A und A wird jetzt auch gerade geplantet. Also Ah, ne, er Flo hält geht. sich im Mittelraum Ja. auf jeden Fall. Er Bombe war ist halb geplantet, würde ich sagen. Ist von der Nate unterbrochen worden. Jetzt plantet Svensson, wird auch angefragt von der Nate. ja, Kann die er ist Bombe aber, jetzt glaube down. ich. Ist jetzt down, weil von sieben von ab Snakes geholt an der Bombe direkt am B-Platz. Einer müsste noch oben sein, den Ja. holt er jetzt auch noch weg. Hat er angeschossen. Jetzt müsste er defusen. Sharky ist halt angeschossen, rennt hier ein bisschen, ja. Wird von Flo Flo safe den jetzt gezogen. von oben, ja. Ja, und das Ding ist durch. Das ist gewesen, ja. Ja, krass, wenn man 2 zu 0 eine Situation nicht gedacht. Also N7 muss sich jetzt wirklich zurückhalten. Bisschen defensiver vielleicht spielen, nicht ganz so aggressiv spielen. Ja, das ist es dann wieder so. Dann denkst du, ey, jetzt geht's vielleicht gleich mehr los. Und dann kommt so eine Situation, wo du 2 Punkte abgehst, wo du dann eigentlich sagen musst, ey, jetzt müssen wir beschützen. Und in dem Moment musst du eigentlich ja statischer bleiben. Also, Ja. es Also geht ab geht jetzt wieder Richtung A-Bombe, kriegt jetzt dort auch eine Smoke. Flo rennt über rechts. Die Smoke war relativ schlecht geworfen dafür, dass er planten wollte. Es sorgt eigentlich mehr für Verwirrung und geht jetzt dann down. Ich sag mal, es ist immer schwierig, den Bombenplatz zu smoken, weil ich würde eigentlich, wenn ich ihn smoke, würde ich auf die andere Bombe gehen, um so ein bisschen taktische Verwirrung zu stiften. Zack, das ist das Aber Ding jetzt schon war durch. diesmal Ja. N7 echt gut am Vorrushen und hat sich auch dementsprechend das 2 zu 1 geholt, ne? Sirius, willst du mal gegen mich zocken? Nee. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also eigentlich, ob man den Druck dann so halten kann. Ja, also jetzt hat man gerade eigentlich eine gute Runde verteidigt, indem man ein bisschen aggressiver war. Jetzt bin ich mal gespannt. Also Sharky, Boogie, Kappa, alle gehen wieder auf A, 2 durch die Mitte, 3 außenrum. Aber das ganze Team geht auf die A-Bombe halt. Ja, B-Dom ist jetzt momentan von zwei Leuten. Ja, zwei Leuten sind, also zwei Leute sind bei B-Dom. Einer ist in Mittelhalle, einer ist immer noch bei B-Dom, liegt dort relativ krass. Also wenn du um die Ecke läufst bei B-Dom, bist du eigentlich down, sag ich mal. Ansonsten wird Bombe B recht gut bewacht, auch von Inspiration hier. Ich seh gerade, ob uns MW3 nicht aufregt. Also, nö, so zugucken regt eigentlich nicht auf, muss ich sagen. Da Nee. kann man relativ relaxed sein. Also, Da gibt's auch keine schlechten Verbindungen, ne? nee. Ja. Was haltet ihr von ACTA? Ja, ist halt. Also, Polen und Tschechien haben ja ACTA schon jetzt abgelehnt, beziehungsweise erstmal auf Eis gelegt. Ist eigentlich ein ganz guter erster Schritt, muss ich sagen. Also, Ich weiß denke mal, dass sich das nicht durchsetzen kann. So viele Leute, wie wir auf die Straße gehen und sich wieder aufregen, wird schwierig, wird echt schwierig. Ich weiß auch nicht, was diese ganze Scheiße eigentlich bringen soll, weil man muss doch ganz ehrlich irgendwo mal auf ein bisschen auf dem Teppich bleiben mit solchen Änderungen und sowas, ne? Ja, in dem Moment wäre zum Beispiel so eine Live-Übertragung auch nicht möglich. Ja, oder, na, Ja. vielleicht schon. Also, wenn Activision natürlich jetzt sagt, ey, das ist eine gute Sache für uns und so und das ist erlaubt. Aber es ist natürlich ganz schnell möglich, dass sowas dann auch irgendwie der Stecker gezogen würde. Weiß man Ja. halt nicht. Also, das Ding ist, wenn du es dann halt als Privatmann machst und Activision würde nö sagen, dann hätte man dann ja eventuell quasi direkt Zugriff auf deine Sachen und würde sagen, ja, hier, das ist ja ein Schwerverbrecher. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, so dieses Maß, was man da. Oh. Scheiße, Kappa geht auch noch down.
bin da ein bisschen auf N7-Seite. Also auch wenn ich ein Uprising-Freund bin jetzt, so ein bisschen war es ja mal mein Team. So, Barto, das ist jetzt auch so ein Ding, du weißt eigentlich, dass da einer sein muss, wo er jetzt hingeguckt hat. Ja. Und dann gehst du um die Ecke und keiner ist da und du weißt irgendwie, wahrscheinlich haben sie dich schon längst im Visier. Ja, Kalli hat sich eigentlich relativ wenig bewegt vom Up-Team, war jetzt die ganze Zeit am A-Defensen hier und geht jetzt aber Richtung Mittelhalle und bewegt sich jetzt zwischen einer Tür und der anderen mit seinem Aiming, guckt jetzt Richtung B, geht jetzt auch dann wieder auf die Bombe B, auf die Bombe A und holt ihn. Ja, ja, man konnte schon geholt. Er hat's, denke ich, übers Headset wahrscheinlich gehört, ne? Kickt mal den Spammer, meine Frage, und spielt ihr noch immer selber? Wenn ich zocke, muss ich immer nach zwei Stunden wild aufhören. Ja, noch 2, 3, 4 Stunden, ja, dann reicht's auch. Sag mal bitte, ich würde mich ja sehen, wieso euch anhört. Was? Message deleted. Ah, hier ist irgendeiner. Sollen wir den mal rauskicken? Ich hab den schon. Ich kick die Leute schon raus, also, wenn okay. Sie. Also ab geht Richtung Bombe A. Ziemlich aggressiv. Ein Flash, zwei Flash. Ja, Moment. Also es wundert mich, dass es komplett von beiden Teams, also wirklich nur auf A geht. Ne? Also ist komisch. B-Bombe wurde noch gar nicht angegangen. Also ich persönlich gehe gerne auf B, weil es relativ gut zu planten ist, wenn man ein Team hinter sich hat. Aber man braucht auch beim Suchen und Zerstören eine gewisse Thematik, auch diese Call-Out, was ja wichtig ist, meiner Meinung nach. Ja, ist hier mit das A und O, denke ich mal, bei sowas. Ich denke, wenn man dann erst 2 Sekunden lang überlegen muss, wo der Gegner ist, dann ist schwierig, wenn man die Ansage nicht hat. Ne? Also ich kenne jetzt persönlich auch nicht alle Callouts von allen Maps, aber ich kenne die Maps natürlich in- und auswendig. Von dem her lasse ich mir immer irgendeinen lustigen Namen dann einfallen, wie Kloraum oder irgendwie ja, sowas. Ja. Dann also sowas spielt sich, also in der Regel kann ich jetzt halt sagen, wenn man halt als Team länger zusammenspielt, dann spielt sich das halt ein, dass man halt einfach eigene Namen dafür irgendwie kennt, ja, weiß, also klar. Das ich ganz, da ganz gut. Gutes Beispiel ist Skyrim, sagt, wollte ich schon sagen, bei Skydraw, kennst du ja noch von MW2, oder? Hier grüner Raum unten zum Beispiel. Ja. Glaube ich, hat sich in der CSL, ESL ja mittlerweile auch durchgesetzt, der Name, und ja, ist schon cool. Kappa geht jetzt ein bisschen Richtung Spawn, wundert mich eigentlich. Geht er oben rum oder unten nee, rum? Nee, ist unten durch den Tunnel, er ist noch in diesem Tunnel, wo diese Fahrkarten Dinge, die, wo diese kleinen Schranken sind. Also er guckt eigentlich nur Richtung Spawn, sodass er auch immer noch im Bahnhof zurückziehen kann. Macht er im Moment auch. Kriegt aber nichts zu sehen. Ich denke, auf A gibt es ein bisschen Action. Barto holt jetzt den zweiten hier unten. Jetzt geht Snakes gucken, was da passiert ist. Und die Dame des Geschehens, diesmal sage ich es richtig, hilft ihm jetzt auch von der Seite. Jetzt sind sie zu zweit. Kappa kommt Dame oben, geht down. Ja. Jetzt holt Snakes einen und den zweiten. Ui, nicht schlecht gemacht. Snakes holt beide. Ja, jetzt explodiert das Auto direkt vor Kappas Nase, muss ich sagen. Kappa kommt von oben zu A, sieht ihn auch, hat ihn nochmal gesehen. Jetzt dürfte er. Hat ihn nicht knapp gezogen. Oh, jetzt, das war. Ja. Im geflashten Zustand hat er ihn gehört, ja. Sharky ist reingelaufen wahrscheinlich. War eventuell auch die Ansage, dass er über den Punkt kommt, denke ich mal. Ah ja, hier. Doch noch eine ganz schöne Weite, die er hier gezogen hat. Ich habe gedacht, er hätte vielleicht direkt hinterm Tunnel gestanden oder sowas. 5 Sekunden Verzögerung. Man hört keinen Game-Sound. Soll ich den Game-Sound lauter machen? Kann ich machen. Ich habe den Game-Sound extra relativ leise, weil dann immer, wenn der Game-Sound sehr laut ist, hat man immer das Problem, dass wenn irgendwas explodiert oder so, dass du eigentlich keinen Kommentar mehr hörst. Aber ich habe den Game-Sound jetzt mal um einen Punkt lauter gedreht. Meistens reicht das schon, aber vielleicht kann da mal jemand was zu reinschreiben. Fangen kannst du auch PC-Games casten. Theoretisch ja, habe ich aber noch nie gemacht. Sirus zock zock. Passt eigentlich mit dem Game-Sound, ja, ist gut. Arno oder Frank, sag mal bitte, Chill die Gurke. Kriegen wir für jedes Mal Chill die Gurke 10 Euro. Nee. Ist das relativ ausgeglichenes Match. Am Anfang dachte man ja wirklich, abholt jetzt hier das 3-0, dann kam ja das schnelle 2-1, dann das 2-2. Jetzt holen sie es 4-2. Also relativ gut gemacht. Ja, geht hier ordentlich nach vorne. Ja, es ist relativ ausgeglichen, die beiden Teams. Obwohl sie ja mit einem Mädchen spielen, ne? Hallo, Gables. Ja. Das darf man gar nicht mal unterschätzen. Also bei mir in der Bank arbeitet eine Frau, die relativ aktiv auf der Xbox spielt. Und deswegen mich fragen auch immer viele, wie ich auf diesen Clan-Namen Pussy gekommen bin, weil es ist eigentlich ein reiner Mädchen-Clan. Und nachdem ich immer bei ihnen mitgespielt habe,
Fand ich es ganz lustig, diesen Namen einfach zu übernehmen. Oh, Boogie sieht einen. Im Weg. Oh, das war aber jetzt auch ein blöder Lauf. Von wen hat er erschossen? Oh, Giggles. Unten raus zu laufen und dann komplett die Treppe wieder hoch ist natürlich auch unglücklich. Oh, ja, war das Flo, ne? Ja. Flo wechselt jetzt die Waffe vom Gegner oder nimmt die Waffe vom Gegner auf. Ist jetzt relativ ungedeckt auf A, kriegt jetzt von Ja. rechts eine Nade, glaube ich, Ja. ab. Ich war von Sharky. Sharky geht aber tierisch weit weg. Jetzt kommt die nächste, die Semtex, die sitzt auch wieder. Boah, er hat ganz schön viel ausgehalten, extrem. Boah, er war nicht mal ganz erholt. Bildschirm war immer noch rot, jetzt holt er Krabber Oh, weg. pow. Nice Aiming, muss ich sagen. Oh, schönes Ding. Ja, das war echt schönes Ding. Ja. Auf der einen Seite holt er Krabber weg, auf der anderen Seite holt er ihn weg. Vor allem der Weapon-Switch war nice. Er geht mit der einen Seite P90 auf die Entfernung und dann mit der ACR auf die kurze Distanz. Eigentlich ungewöhnlich, aber gut Vielleicht um nicht gemacht. nachzuladen, Ja. denk ich jetzt mal. Ja. So. Letzte Runde. Nicht schlecht, ja. Jetzt wird's spannend. Also Jetzt wird's echt jetzt spannend. kann Uprising ja sogar in Führung gehen. Also erste Map ging mit 5-3 für N7 aus. Und im Moment könnte sein, wenn Uprising jetzt die Runde noch holt, dann geht Uprising knapp in Führung. Ja, es sind ja immer 8 Runden zu spielen, egal wie die Runden ausgehen im Ja, genau. Endeffekt, ne? Also das wird einfach Dann am so Ende gemacht. werden ja dann addiert, ne? Ja, genau, damit es halt fair ist, sage ich jetzt mal. Dass du nicht, wenn du, ja, sag ich jetzt mal, 3-1 zurückliegst oder sowas, dann eventuell die scheiß Seite hast oder einmal mehr angreifst oder so. So greift jeder viermal an und jeder verteidigt viermal. Ja, das ist so vom Grundsatz her dann eigentlich so das fairste Prinzip, sag ich jetzt mal. Ich denke auch, dass es relativ fair gelegen ist, weil ich denke auch, die Kartenauswahl ist ja auch so meist, also ich kenne es von CSL, dass immer jeder seine Home-Map bestimmt und dann eine vom Gegner nimmt und dann immer changed. Ja, So ist normalerweise, ja. es ja meistens, ne? Es gibt halt auch mittlerweile Events oder Cups, wo dann die Karten vorher vorgegeben sind, dann werden die halt gepostet. Ja. Ist aber jetzt, ich könnte mal eben gucken. Also Bombe wird glatt von Kappa geplantet, sehe ich bei dir. Ist jetzt geplantet worden Ja. und down. Also N7 holt das 5 zu 3 und damit geht's Gleichstand. Ja, genau. Ne? Im Moment ist es Also unentschieden einfach. Ab hätte jetzt mit einem Punkt vorziehen können, aber N7 holt dann über Boogie dann doch noch das 8 zu 8 dann sozusagen. Oder war es 8-8? Bin ich, kann ich richtig rechnen? Nee, Ja. 10-10, oder? 10-10 ist doch. Nö, ist 8-8. Nee, 8-8, ja. 8-8. Ja. Einmal 5, also aus Ja, N7-Sicht 5-3 und dann aus. 3-5 und somit hat jetzt jeder mittlerweile 8 Punkte. Hatte ich doch richtig gerechnet. Zwischenstand. So, ich gucke auch mal, ob hier Maps vorgegeben waren. So gut bin ich vorbereitet. Nee, sind keine Maps vorgegeben gewesen. Sonst steht's halt, in dem Moment steht sonst halt in den Match-Comments einfach drin. Der erste Post kommt meistens von dem Admin, der einfach sagt, bis wann das Match gespielt sein muss. Und dann steht dann auch drin, es wird gespielt, bam, 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 bam. Also die vier Maps oder Ja, sowas. normalerweise hast du die Vorgabe, denke ich, bei so einem Turnier jetzt. Das ist halt, wie gesagt, halt Unterschied, je nachdem, was es für ein Event ist. Gibt es Also. eigentlich für das Event was zu gewinnen, dementsprechend? Ich glaube hier beim Wintercup nicht. Also im Moment Nicht. laufen, ich schau mal, hier laufen auch eine ganze Menge Cups im Moment. Im 5-on-5-Bereich laufen aktuell noch, das ist ein Shootout. Einer, zwei, drei, das ist Quali Cup, vier, fünf, Glaube, wir sehen als nächste Map sechs. Lockdown, wenn mich nicht alles Ja, täuscht. ich denke schon. Also es gibt einen Cup, der wird von Hitfox im Moment gesponsert. Also es gibt immer unterschiedliche Cups, die dann mal von Firmen getragen werden, wo es dann auch mal, was weiß ich, ein Headset oder so zu gewinnen gibt. Aber jetzt hier, dieser Wintercup ist auf jeden Fall ein ungesponserter Cup. Und da sind gestartet am Anfang, ich glaube 23 Leute, wenn mich nicht da. Ja, 23 Teilnehmer sind da gestartet. Ja. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg zum Finale im Grunde genommen. Ja, jetzt das entscheidende Match dann wahrscheinlich. Also ich bin wieder auf Abseite. Effekt bis 12 wird gespielt, ne? Oder wie meinst du das? Wie bis 12 wird jetzt gespielt? Ja, weil du gesagt hast, entscheidende Runde. Ach so, nee, ich meinte jetzt, es geht so Sind langsam noch vier Karten. innerhalb des Turnierbaumes. Ja, also Ach sind so jetzt meinst du es, ja. noch quasi vier Teams. Also es gibt immer einen Winner, einen Loser Bracket. Das bedeutet, also es gibt einen oberen Turnierbaum und wenn du einmal verlierst, fällst du quasi in den unteren Turnierbaum. Und wenn du den unteren Turnierbaum komplett gewinnst, rutschst du zurück ins Finale. Ja, also somit sind eigentlich jetzt noch vier Teams sind oben im Gewinner, also im Winner Bracket drin und aus dem Loser Bracket. Ja, im Grunde genommen zieht da keiner nach, weil wenn du halt im Halbfinale verlierst, sag ich jetzt mal, rutschst du ja auch wieder. Also im Grunde genommen sind es noch vier Teams. Ja. Er abholt jetzt das 1:0 über Kali, der hier in dem Raum dementsprechend Boogie Down setzt mit einem schönen Dropshot.
Es ist relativ schwierig in der Bewegung da noch was zu machen, weil du hast eigentlich keine Chance, wenn der reinkommt. Vor allem die ACR ist halt eine Waffe, die dementsprechend schon sehr stark auch im Public Matches vertreten ist. Jetzt, wenn man mal davon absieht, die Type 95 ist ja auch relativ oft vertreten. Ja, also Und ich spiel beides ganz gerne. Also ich finde, die Type ist ja mega verschrien, also hier in der Liga so oder so, ja. weil sie halt so stark wäre. Ich spiele eigentlich beides gleich gerne. Bei der ACR hast du natürlich auch, dass du immer mal, oh schön, Bato Ja. holt hier im Vorbeilaufen mit dem Messer Giggles. Ja, man darf aber auch nicht sagen, dass irgendein, also ich finde, überpowered oder so, dieses Wort finde ich immer sehr krass. Also man muss halt sagen, die Type 95 ist schon fair gestaltet, weil man ja auch eine Burst-Waffe hat. Und ich Ja. denke, gut, mit Schnellfeuer diese Waffe zu kombinieren und mit erweiterten Magazinen oder sowas in der Art, relativ stark. Also ich sehe sie oft gespielt mit einem Schalli und dann Schnellfeuer. Weiß ich nicht, ob es ganz so gut ist, die Kombi, aber ich spiele persönlich auch die ACR geschalldämpft und die meistens spiele ich die Type 95 mit Red Dot und weil das Iron Sight so hässlich Ja, ist, das finde ich. Ironside ist aber, finde ich auch, Ja. mega kacke irgendwie geraten. Wenn ich zum Beispiel die ACR nur Ironside spiele. Bato holt Ja, Slow, da ist 1-1. das Iron Sight sehr schön. Also ich finde auch dieses COD4 Iron Sight, COD4 Red Dot meine ich, wieder relativ nice geworden. Weil ich fand es bei der, wenn ich mir die TAR-21 mal wieder so vorstelle, dann war es irgendwie sehr komisch, dieses aufgesetzte Ding. Weiß nicht, ob es von der Verzögerung oder so ist, ne? Ey, an das Cyril, gib mal irgendeinem eine Auszeit. Ich weiß nicht, ich gucke da immer nur ab und zu mal rüber. Ja, dieser Jizz-Typ, keine Ahnung, bis jetzt weiß ich nicht. Er fragt die ganze Zeit, wie wir die neuen Patches finden. Keine Ahnung, woher sollen wir wissen, wie wir sie finden? Frank und ich spielen noch nicht die ganze Zeit. Also ich kann zu den neuen Patches nicht sagen, weil eben kein Arsch, muss man schon langsam sagen, weiß, was überhaupt gepatcht wird. Weil diese 5 MB-Patches, die da kommen, sorry, da weiß kein Mensch, was genau gepatcht worden wurde oder so. Es wird ja auch niemals ein Patchlog veröffentlicht, außer wenn von 1.0 auf 2.0 gepatcht wurde, aber. Ja, am liebsten würde ich mal wieder die E-Mail-Adresse von Mr. Robert Bowling rauskramen und mal sagen, du Freundchen hier, du Akimbo-Noob-Spieler, wahrscheinlich ist er selber so einer. Svensson holt gerade mit der Nate Snake. Das gibt's gar nicht. Mit der Nate Snake. Das ist auch wieder so eine Wortkombi. Oh, und sieht oben einen im Gang. An kaputten Fenstern kann jemand nicht ziehen. Ist derbe angeschossen. Kappa holt Giggles. Ja, Brrrr. es sind Bato plantet im 2 zu Übrigen. 5. 2 Ja. zu 5, 1 2 zu zu 5 5. und ja, 1 zu 5 und Bombe Halle geht liegt. jetzt Ja. down. Also N7 geht jetzt mit 2-1 in Führung. Jetzt müssen sie schon ein wenig nachlegen dann. Ne? Die vierte Karte ist ja dann. Es gibt ja. Kann es eigentlich ein Unentschieden geben dann? Eigentlich ja, ne? Theoretisch schon. Das ist halt, also es gibt halt Ladder-Matches, ja, also wo es halt ist wie in der Liga, wo du beliebig viele Spiele spielst, da kann es theoretisch auch ein Unentschieden geben. In einem Cup, wo ja einer weiterkommen muss, wie jetzt bei EM, WM oder sowas, da kann es natürlich kein Unentschieden geben, weil halt einfach einer weiterkommen muss. Ja. Ja. Dann gibt es dann eine Entscheidungsmap, die ist normalerweise in den Regeln festgelegt, Ja, aber dann jetzt ist. hier ist doch in dem Sinne eine Vier-Karten-Spielweise. Das heißt, jeder könnte theoretisch zweimal gewinnen. Genau, und dann müsste halt eine Entscheidungsmap gespielt werden und die Entscheidungsmap ist normalerweise im Regelwerk festgelegt. Normalerweise ist das fix eine Karte, die für das ganze Turnier dann noch einmal gespielt wird. Und normalerweise gibt es dann bei der Entscheidungsmap eine Entscheidung, aber theoretisch könnte das natürlich auch so weitergehen, also auch, dass auch die Entscheidungsmap 4-4 ausgeht oder so eine Geschichte. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Also Flo, wie gesagt, relativ offensiv immer mit seiner P90. Ist immer schwierig. Also die P90, ich weiß nicht, hast du schon mal gespielt, Public mit der? Nö, nee, also jetzt gar nicht. Also früher war es ja bei Call of Duty 4, habe ich so mal ab und zu in der Hand gehabt, fand ich aber auch, war so eine verschriene, peinliche Waffe, habe ich nicht gerne gespielt. Und ich weiß jetzt nicht, also hier irgendwie bei MW3 bin ich an die P90 nicht rangekommen einfach. Also das war so ein Ding, man hat die halt, aber ich habe sie halt höchstens mal aufgehoben, sag ich jetzt mal, ja. Ja, ich denke auch, ich weiß nicht, kann so richtig umgehen, kann ich mit dir nicht. Auf die Weite komme ich eh damit nicht klar. Auf die Nähe, klar, da ist es relativ großes Biest, weil wenn man da Extended Max draufpackt, da kann man wirklich einen schönen Quad-Feed oder so mal wegziehen. Aber da ist es so, dass ich mich halt irgendwie mehr an die UMP gewöhnt habe und ich dann auch denke, ey, warum soll ich das umstellen, wenn ich da eine Waffe habe, mit der ich eigentlich prima klarkomme? Ja, N7 geht jetzt hier relativ schnell in Führung und Ja, ich guck mal auf Svensson. Svensson es ist plantet auf wieder ein jeden Fall 5 zu schon. 1. Es ist wieder ein 5 zu 1. Jetzt ein
4:1. Ja, jetzt geht er wahrscheinlich gleich down, ja. Ja, dann ist es halt okay. Ich finde, also als Letzter kannst du nochmal aggressiv reingehen, kannst du vielleicht einen ziehen, sieht in Stats irgendwie cooler aus, aber im Grunde genommen, wenn die Bombe liegt und 4 oder 5 Leute verteidigen das Scheißding, Ach, sehe keine dann Chance. sollst du das im Normalfall nicht mehr holen können. Also Ja. wenn du es holen kannst, bist du entweder der Gott oder das Gegnerteam hat wirklich irgendwie komplett was vom Spiel nicht verstanden. Ja, es ist relativ easy, wenn sich Team gut verteilt, dann haben sie keine Chance. N7 geht jetzt übrigens hier in Führung. Ja. So, ich guck noch mal bei Kappa zu. Kappa geht im Moment schnell mit der UMP nach vorne. Im roten Design. Ich finde die farbigen Designs von den Waffen finde ich auch irgendwie, naja. Ich weiß auch nicht, was das bringt. Ich habe auch schon ganz viele Abonnenten von mir gehabt, die dann schreiben, wenn ich ein Gameplay mit einer nackten UMP hochlade, warum ich da kein Camo draufpacke. Als ob man deswegen schneller spielt oder windschnittiger wäre. Ich weiß nicht. Das ist wie bei der Formel 1, keine Ahnung. Also, ich habe noch nie eine Auswirkung gesehen. Es gab ja dieses Gerücht Oh, bei Kappa holt Black Flug. Ops, Ja. dass Goldwaffen angeblich besser wären, aber Ach, das ist doch Quatsch, oder? es ist Schwachsinn meiner Meinung nach auch. Ich wüsste auch nicht, was es für Auswirkungen hat, außer dass die Waffe vielleicht schwerer wird, wenn sie echt aus Gold wäre. Also, Snake jetzt hier gerade auch wieder mit einem ganz guten Move. Also, Kappa Ja, aber kann er ist hier jetzt eigentlich den. geflasht worden Echt? und geht jetzt zurück in die ins Haupthaus, geht jetzt Treppen hoch, guckt dorten Bart und Svensson relativ. sind derbe eigentlich bei A Ja, platziert. jetzt ist er geholt worden. Boogie hat ihn weggeholt. Ich weiß nicht, ob er ihn gehört hat, ob er weggecampt hat. Er lag da zumindest und ging dann nach oben. Ich gehe mal auf Boogie. Ja, er liegt jetzt im Moment, jetzt steht er auf. Mag sein, dass er. Oh, Boogie hat ihn gesehen, wird jetzt geflasht. Hat eigentlich eine blöde Aktion gemacht, ja? Sieht, wie die Flash geworfen wird, dreht sie nicht um oder sowas. Ja, Kali hat jetzt seine Semtex verschwendet, hat auf einen toten Körper die Semtex geworfen. Hätte aber auch klappen können. Jetzt ist er ein bisschen verwirrt, von welcher Seite der kommt. Guckt jetzt Richtung Dr. Kawashima-Bilder. Kennst du die? Die sind auch cool. Nabogi steht an der Seite, wo die zersplitterte Vitrine ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Bild sehen kann. Wo diese zwei Ja, ich sehe es, zugenagelten. ja. Ja, also. Ja, er wartet jetzt auf ihn, bis er Aber hochkommt, jetzt aber sieht er er ihn bleibt die eigentlich, ganze ja, Zeit da oben. sieht er ihn und holt ihn noch. Relativ viele Kugeln gebraucht, habe ich gerade gedacht, aber Ja, mag auch für jetzt wird sich Deutschland. entscheiden, pass auf, sag ich. Ja. Da sind nur noch 35 Sekunden. Ja, okay, Kali alleine gegen 4, also Unding. Barto steht still und sicher, Svensson steht still und sicher. Und ja, Er ist ja ich jetzt gehe zu von Bartos offensiv Cam drin, ja. runter und schon killt Barto ihn. Ey, das ist so eine Wichse. Ja, zack. Ja, aber er ist zu offensiv da gegangen, dachte ich mir jetzt, wenn du so über diese Seite drüber gehst. Aber er hat auch, glaube ich, keine Chance gehabt Ich sehe bei jetzt dem gerade, Impact. einer schreibt, mit dem Patch gibt es einen neuen Spielmodus dazu. Welcher Ja, Spielmodus ist denn Infected. offiziell geworden? Infected, ne? Ja, dachte ich mir schon. Ja, wobei Infected halt. Ich finde, das Problem an diesem Spielmodus ist einfach, erstens, es zählt zur KD dazu, das was ich so gesehen habe. Und man kann relativ leicht Moabs boosten. Also es ist ja, ich gehe einfach auf irgend so einen Glitch, den ich wieder ausnutze, auf irgendein Fahrzeug Oh, schönes obendrauf Ding von oder Boogie. irgendwie einen Helikopter zum Beispiel auf dieser einen Map, wo, ich glaube, Bakara ist das, diese Karte, wo dann der Helikopter in der Mitte ist. Und dann gehe ich oben auf den Flügel drauf und dann kommt ja keiner hin, weil die haben ja erst das Wurfmesser drin gelassen bei den Zombies und haben sie es rausgenommen. Weiß ich nicht. Also ich find's ein Schwachsinn, weil dann boosten sich irgendwelche Kiddies wieder ihre Moabs und fühlen sich wie die größten Kings. Also ich muss sagen, ich könnte noch nicht mal, ich kriege ja auch ab und zu mal so die Frage, wie ist denn die KD? Und ich habe keine Ahnung. Also ich habe noch nicht ein einziges Mal meine KD geguckt. Ich glaube mal so in den ersten 2 Tagen. Und dann, ich könnte es nicht sagen. Das ist so ein Ding, was mich persönlich nicht. Es ist immer so ein virtueller Schwanzvergleich einfach. Das ist mehr ist es eigentlich gar nicht, weil ich kenne Spieler, die eine KD unter 1 haben und Oh, trotzdem Barto relativ jetzt im gut Moment ein sind. 2-on-1. Wir haben Barto gegen Giggles und Inspiration. Sehe ich, ja. Inspiration campt oben das Haus zu, wo auch gerade vorhin eben unser Kollege stand, genau in dieser zerbrochenen Vitrine. Giggles guckt Richtung A, jetzt müsste er ihn Oh, haben. Giggles sieht ihn. Ja, 4-3. Enges Ding jetzt gerade, ne? Also jetzt. Es bewegt sich irgendwie wirklich auf so ein Unentschieden zu, ne? Also, Ist wie ich gesagt geht habe, hin ja, und ist her, geht hin schwierig, und ja. her. Nicht schlecht, Herr Specht, das ist echt krass, muss man sagen. Ja, 4-3, jetzt bin ich mal gespannt, was sie ziehen. Vielleicht kann Ab dann noch das Unentschieden rausholen. So, wen Wir guckt. werden es sehen. Also, wer läuft nach vorne? Kappa läuft nach vorne, sieht den ersten, kann ihn nicht ziehen, wird von hinten von der Treppe angeschossen. Kappa geflasht, hat aber seine Posi erreicht, muss ich sagen. Und müsste jetzt eigentlich auch den ersten holen, geflasht. Ja, hat er.
Konnte ich vor lauter Flash noch nicht mehr. Ah, Ja, Flo holt blödes jetzt Ding. Kappa hier auf der Treppe, Flo hat weil. vorhin schon auf der Treppe gestanden und auf Kappa eigentlich Ja. gewartet und hat jetzt die Position nicht verlassen. Eigentlich klug von ihm, dass er dann darauf wartet, dass Kappa ihm doch nochmal reinläuft. Ja, ist eine schwierige Pose, weil diese Treppe ist von unten sehr, sehr schön einsehbar von Gegnern, aber man hat auch eine gute Pose für Leute, die unten durch den Tunnel Ja, kommen. und du kannst halt, finde ich auch, Relativ. du brauchst halt nur so ein bisschen nach links ziehen und bist so halb safe, ja. Ja. Ich denke, durchs Haus kommt einer im Moment unten auf dem B-Spot. Ja, Inspiration und Flo sind jetzt oben drin, gehen beide Barto aber müsste down, eigentlich meiner ziehen. Meinung nach. Ja, einen hat er, den anderen hat er nur angefragt. Ja. Hat gerade sehr geil vom äußeren Balkon bis hinten genau ins Fenster die Nate reingeworfen. Schönes Ding eigentlich. Er hat ihn gesehen jetzt. Jetzt laufen sie aneinander vorbei, oder? Kann das sein? Waren die jetzt nebeneinander gestanden gerade? Das war's. Irgendwie sah es irgendwie so aus, als würden beide nebeneinander herlaufen, aber es waren beide aus dem gleichen Team. Ja. Es sind noch drei davon ab. Also einmal unsere Dame hier und einmal Flo und einmal Kalli. Kalli geht jetzt Richtung A. Ja, es ist ein 4 gegen 3. Barto guckt wieder in sein erstes Fenster. Svensson hält diesen Spot an dem brennenden Sofa, wo man halt runtergucken kann auf A. Wo man Ja, immer so Kalli in diesen Torbogen und so guckt. geht jetzt Richtung A auf die Autos zu, bleibt aber relativ defensiv. Ja, klar, also die Runde will natürlich jetzt jeder holen, ja. Die einen fürs 4-4 und die anderen, um mit 5-3 nach vorne zu gehen. Ja, Und Kalli wir. bleibt jetzt, wie gesagt, relativ defensiv. Unsere Dame 4-2-Situation. geht jetzt relativ offensiv, hätte ich jetzt mal fast behauptet, und holt hier Bartow weg von der Posi. Schön gemacht, hinterm Auto sieht sie noch einen, der jetzt aber hinterm Auto schon down gegangen ist. Sharky war das, glaube ich. Jetzt haben wir noch 27 Sekunden, jetzt geht an der Bombe hinten einer down, er ist runtergesprungen, es müsste ihn holen. Da ist jetzt ein 1 gegen 1, ne? Oder? Nee, ein 2 gegen 1. Aber 2 gegen eigentlich 1. einen Hammer, ein 4-2 schon auf ein 2-1 verkürzen. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Svensson hat nicht so eine schöne Posi. Ja, 11 Sekunden noch, sie plantet jetzt. Ich denke mal, sie hat doch keine andere Möglichkeit mehr. Fünf Ja, Sekunden, vier ja. Sekunden geht down. Und Svensson wird sie gehört haben beim Planten, ganz einfach. Ja, da hast du aber auch keine Chance. Da bist du auch in so einer Situation, was sollst du machen? Du kannst nicht Ja. zwei Leute down holen, weil Nee, wenn einer in ganz der weit Zeit hinten nicht. rennt, Nee. schaffst du ihn im Leben. Also Musst du es wenn, ja, probieren. wenn du die 11 Sekunden hast, kannst du nur planten und hoffen, dass du in der Zeit vielleicht noch einen ziehst oder irgendwas, aber so. Ja, N7 geht in Führung mit dem zweiten 5:3 auf der dritten Map. Es kommt also sozusagen entweder eine Entscheidungskarte oder eine Unentschieden-Karte. Ja, also entweder kommt jetzt, genau, entweder kommt jetzt die Entscheidungsmap, ne? Also dass jetzt einer vorgeht. Oder es muss halt noch eine fünfte Runde nachgespielt werden. Ja. Ah, das ist jetzt cool. Jetzt spiele ich nochmal das Konsoles-Logo ein. Ich finde das so geil. Oh, schon wieder ein Donut gedroppt. Guck mal, ich hier. Du auch, sehe ich gerade. Wir sind echt die schlechtesten Spieler im Team. Ja, nicht so gut. Und das Logo oben rechts hast du eingebaut über Das ist auch X. über XSplit, ja. Du kannst in XSplit kannst du, Ah, ich weiß gar ja, du nicht, kannst ja was, mehrere Layers wahrscheinlich genau, du kannst benutzen. mehrere Layers übereinander legen. Also ich habe jetzt maximal manchmal drei oder vier und das sind einfach zwei Layers. Das ist einmal die Kolossos-Karte und einmal einfach eine PNG-Datei mit meinem Logo oben drin. Ja. So, gehen wir Und mal zu PMC und jetzt dann bei. Ja, ich habe immer nur das Glück, dass ich zu den Richtigen gehe. Also ich bin wieder bei Up dabei. ich gehe mal zum Falschen. Also ich bin prädestiniert dafür, dass ich nochmal das Team wechseln muss. Jawohl. Ja, Flo geht jetzt relativ krass über die rechte Seite auf B zu, flasht jetzt hier ein paar Leute, wirft jetzt dann die Semtex rüber auf die Brücke, wo Ja, müsst. normalerweise die B-Flagge ist. Ja. Wird jetzt aber selber geflasht, geht hinter der Palme in Deckung und wartet jetzt relativ easy going hier ab. Jetzt wird er selber komplett flasht. Jetzt ist schwierig was zu sehen und ich sehe ihn gerade komplett flasht. Jetzt geht er raus, langsam, langsam, langsam. Ja, kriecht jetzt um den Kühlschrank rum. macht sich da noch eine Flasche Bier auf und chillt da eine Runde. Also im Moment ein ganz statisches Ding. Ist aber, also ich finde, das ist halt eigentlich, was auch so klassisch zu SMD dazugehört, wenn du so ein Liga-Match spielst. Boogie holt jetzt hier Snake auf der linken Seite. Ja, Flo ist immer Geht noch auf selber seiner down. Posi. Ja. Jetzt gab es ein bisschen Action. Flo geht jetzt hoch, Ja. guckt, wird jetzt selber nochmal von hinten aber geflasht und kriegt fast. War das ein Wurfmesser? Sah aus wie ein Wurfmesser. Als hätte er fast ein Wurfmesser abgekriegt oder an ihm sind Kugeln vorbeigeflogen. Also Flo wartet jetzt relativ starr. Inspiration ebenfalls mit Kali auf der rechten Seite, wo die Brücke ist.
Die Dame des Hauses geht aber gleich in die Kirche. Also sie ist hier in der Nähe von der Kirche. Wenn du weißt, wo ich meine, Ja, weißt du ja. ja, ja. Im Moment, Ja, Kalli naja. ist jetzt angefragt. Die Bombe ist jetzt down. Kalli Svensson. versucht jetzt noch was zu Oh, retten. Svensson erschießt Kappa. Ja, eine ganz dankbare Situation. Da freut man sich sehr, wenn man vom Teamkollegen erschossen wird im Match auf der Entscheidungsmap. Ärgerlich. Ja, jetzt ist es 3 gegen 1, oder? Ne, 3 gegen 3, immer noch 3 gegen 3 3, gegen ja. 3, ja. Es wär ein gutes Ding gewesen, weil sie müssen ja planten. Ab muss ja definitiv planten und N7 bleibt aber meiner Meinung nach relativ defensiv noch. Müssen sie Ja, ja, weil müssen sie auch. es ist ja die Entscheidung, ne? Jetzt, Jetzt geht Sharky sieht Flo eigentlich fast einen, einer down. kommt über die Brücke. Erstmal. Sharky holt Giggles. Und Jetzt das ist wird's natürlich knapp. doppelt so ärgerlich, wenn du in so einer Situation, wo es dann um alles geht, irgendwo und wo es eh langsam ist, wo du dir quasi eine Position selber aufschießt, indem du Kappa erschießt. Ja, ist klar. Oh, jetzt geht Svensson down. Von der Nate, nee, wurde erschossen, aber Sharky sieht ihn. Ja, Sharky Ja. ist jetzt 1 gegen 1, oder? Flo hat geplantet, müsste jetzt aber gleich down gehen. Oh, er holt ihn. Barto Nicht lebt auch schlecht. noch. Nicht schlecht. Es ist ein 1 gegen 1, Flo Ja. gegen Barto. Ja. Er geht jetzt hinter die Brücke. Ja. Wartet jetzt hinter der Brücke. Ja, ich glaube, dass es nichts wird. Barto kommt von der Posi, wo er einen relativ guten Blick hat. Flo hat ihn, glaube ich, im Blick. Ich glaube, er geht jetzt down. Er ist undankbar. Ja. Also Barto sucht ihn im Moment halt so, ne? Das ist halt, du hast halt die quasi diese Wobei er ist fünf. schon an ihm vorbeigelaufen. Er ist schon an ihm Echt? vorbeigelaufen. Jetzt Oh. geht er zurück zur Brücke. Jetzt Ja. hat er ihn. Ja. Ja. Also Er ich ist meine, was anderes undankbar. in der Situation kannst du eigentlich nicht machen, als zu versuchen, wo. Ja, okay, Flo saß jetzt weit weg, hat eigentlich cool gemacht. Ja, wie gesagt, er ist hinter die Brücke gegangen. Also ich würde jetzt hinter diese Fässer gehen, wobei ich dann relativ offen stand gegenüber der anderen Seite. Aber es ist halt ein Risiko. Zu welcher Seite gehst du? Gehst du Höhlenseite, gehst du die andere Seite? Da hast du echt keine Möglichkeit. Jetzt ist ein 1:0 für ab. War aber ein krasses Ding. Hätte ich nicht gedacht, nachdem eigentlich so viele down gegangen sind. Ja. Da durchzukommen ist auch kein leichtes Ding, ja. Also Flo geht jetzt über die C-Dom-Seite, versucht jetzt Richtung diesen kleinen Durchgang, wo der Truck steht, in der Mitte durchzukommen. Bleibt jetzt aber hinter der Kiste, guckt jetzt auf C-Dom, geht aber down, weil Bato ihn holt. Oh ja, ich bin natürlich mal wieder nicht auf den Kills, ja. Ich bin schön bei Boogie. Der wartet aber hier auch gegen Kühlschrank. Ja, Kalli schaut jetzt auch Richtung B-Platz, auf die Küche da hinten. Mal schauen, was unsere Dame Ja, ein macht. 3 Sie gegen holt jetzt 5. einen. Barto müsste Die hat ein. ihn fast geholt. Sie hat ihn fast Boogie geholt. holt auch noch einen. Ja, also die Runde würde ich sagen, die geht komplett an N7. Also auch wenn Inspiration jetzt Sharky zieht. Ich sag mal, was haben wir für eine Situation? Ein 4 gegen Ja, 2, da aber geht. Oh, Giggles holt Svensson. sage ich ja, jetzt ist relativ offen wiederum. Darf man nicht unterschätzen, so eine Situation, weil sie haben ja vorhin, dann war ja auch schon Hat man diese auch gedacht, das Ding, ja Obersituation. genau, das Ding ist so langsam safe. Das ist jetzt auch so ein mutiges Ding, oder so ein Ding. Oh, Barto müsste eigentlich rechts einen gesehen haben von ihm. Ja, Jetzt holt geht Giggles, es down, ja. zack. Hat er ein bisschen spät. Das ist auch manchmal so ein Ding, wenn du so zuguckst, dann siehst du ja auf jeden Fall immer die Leute so im Bild, ja. Und wenn du so selber spielst, das habe ich ganz oft, wenn ich so ein Spiel mal nachkommentiere, von mir selber, dann gucke ich mir das so an und denke, ey, da bist du gerade an einem vorbeigelaufen. So, wenn du den Ja, hier im das Spiel, wirst du niemals im Spiel sehen, weil ja, du den hast im ja Spiel auch nicht siehst. diesen Tunnelblick immer. Ja. So, jetzt mal gucken. Ich bleibe jetzt relativ Stahlmann Flo dran, weil er eigentlich relativ voran da läuft. Er läuft jetzt wieder aber die gleiche Seite rechts rüber und wird wahrscheinlich wieder zweimal naten, ja, zweimal Ja, flashen. Oh, das ist. trifft auch Kappa mit der Flash auf jeden Ja, Fall. und er geht jetzt mit einer Semtex, wartet kurz einen Augenblick, flasht noch Oh, einmal, Kappa hat holt ihn wieder Kalli. geflasht wahrscheinlich. Boogie zieht Inspiration, also schon eine 5 on 3 Situation. Ja. Flo wird jetzt selber geflasht, wirft aber die Semtex, holt mit der Semtex niemanden. Jetzt im Moment so ein ganz schönes Ding, was man auf meiner Seite einfach sehen kann, dass wenn links einer down geht, kann Kappa aus der Mitte verschieben und die linke Seite mithalten, während die Mitte immer noch von Svensson gedeckt ist. Also das war jetzt gerade so ein Move, den konnte man ganz schön sehen, wie das Team sich einfach verschiebt, wenn eine Position geöffnet ist. Also ich finde, das sind so Sachen, die sind im Spiel so mit die wichtigsten Sachen, dass du da nicht Ja. so auf einer Posi verharrst oder jeder irgendwie dumm und lustig rumläuft, sondern dass man wirklich sagt, okay, die Seite wird offen, wir verschieben jetzt um eine Hälfte nach links oder irgendwie sowas. Das Richtige. Es ist im Fußball ja auch nicht anders, wenn du taktisch vorgehst, dass du die Viererkette nach vorne verschiebst oder ähnliches. Es ist jetzt eine knappe Situation. Oh, hat ihn fast gehabt, Snakes. Kriegt ihn jetzt noch. Oh, Kriegt zieht Kappa. Kappa. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist ein 2 gegen, nein, 3 gegen 2. Ja, 3 gegen 2. Sharky bleibt relativ defensiv zurück. Ja, die beiden Giggles und
Snakes bleiben aber auch relativ defensiv. Ja. Giggles läuft jetzt unten durch den Tunnel. Ja, Svensson sieht Snake. Ja, da dürfte sie jetzt nicht hingehen. Sie geht jetzt aber durch den Tunnel unten. Ja, sie geht jetzt Richtung Kühlschrank. Ist natürlich jetzt gegen hinten offen. Wird schwierig. Ein 3 gegen 1 ist extrem schwierig für Ich bin mal sie. gespannt, ob ich auf der richtigen Cam bin. Ich würde jetzt einfach mal wetten, dass ich auf der falschen Cam bin, wo gleich der nächste Kill kommt. Ja, wenn du Richtung A-Flagge gehst, dann wirst du Ah, oh, ich glaube, richtig. bei Barto war sie gerade im Jetzt Bild. ja. Ja, da. Jetzt ist sie down. Ja. Er hat sie dann noch rumhüpfen sehen, sozusagen. Ja. War relativ schwierig gegen drei Leute. Aber es ist machbar. Also ich sag mal, mein höchstes war auch ein 5 gegen 1, also 5 zu 1. Aber das holst du auch nicht oft. Nee. Also, und das Ding ist, bei so einem Match, also einmal sind die Leute natürlich konzentrierter, weil es halt nicht so public ist und so. Und wenn du dann halt weißt, ey, es hat ansatzweise irgendwie Zuschauer, Ja. dann würde jetzt auch das Team, was mit 4 oder 5 Leuten da steht, nichts riskieren, sag ich jetzt mal. Dann würde man nicht sagen, oh, wir laufen jetzt mal alle lustig los und lassen uns alle mal töten. In dem Moment hältst du es einfach auch dicht, sag ich jetzt mal. Na, Flo hat jetzt seine Klasse gewechselt, komischerweise. Ist jetzt doch ein bisschen offensiver mit der UMP gegangen. Also sie müssen jetzt aber auch relativ viel defenden, finde ich. Die gehen ein bisschen zu offensiv meistens. Ich finde es eine unangenehme Map als Verteidiger, weil der Angreifer relativ schnell, also der Angreifer kommt ja über rechts meistens auf den B-Spot und der ist auch wirklich schnell vorne bei B, ja. Also du wirfst irgendwie, wenn du mit 4, 5 Leuten nach vorne kommst, 3 Leute werfen mindestens die Flash, es kommt mindestens Ja. eine Stunt oder eine Nade hinterher. Das heißt, du kommst auch schlecht nach links als Verteidiger, ja, weil da einfach so ein Granatenhagel schon auf dich wartet, wenn du da Ich mach's bei Herrschaft hinkommst. auch genauso. Wenn ich A oder C spawne, renne ich immer Richtung Brücke und versuche dann direkt an der Brücke die B-Flagge zu naden und zu flashen. Weil das ist eigentlich so ein umkämpfter Platz. Und wenn du in Herrschaft die B-Flagge schon mal hast und deine Teammates holen die C- oder A-Flagge, dann hast du eigentlich schon mal den sicheren Führungspunkt. So, Kappa rückt auf jeden Fall mit der Bombe näher an den B-Spot heran. Wird jetzt von weit außen beschossen, aber ist. Oh, Giggles liegt immer noch im Gras. Geiles Ding, ey. Da wirklich eisern ausgehalten. Jetzt liegt die Bombe natürlich wahrscheinlich sichtbar für ab. Giggles hat auch überlebt, oder? Ja, okay, dann kam jetzt hier wahrscheinlich auch direkt die Ansage, es sind 3 und 3. Wo die Bombe liegt relativ nah am Spot, ist also gut zu verteidigen. Jetzt hast du auch dann natürlich überhaupt keinen Drang mehr zu A gehen zu müssen. Ja, dann bist du halt noch sicherer. Bin mal gespannt, ob Svensson sieht. Ja, das Svensson sieht sie im Gras, zieht sie auch weg. Ja gut, aber jetzt kommt von hinten Kalli. Er müsste jetzt eigentlich relativ gute Sicht auf ihn haben, aber bleibt jetzt in der Höhle drin. Geht jetzt mal kurz hochgucken. Die Bombe müsste jetzt gesaved werden. Jetzt geht er down von Barto von der Oh. anderen Seite. Nicht gedacht, kam Ja. ganz woanders her. Habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass so schnell das Ding noch durch ist. Nochmal schöne Salve am Ende abgegeben. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Uprising die Nerven behalten kann. Nämlich letzte entscheidende Map und dann 2 Runden zurückliegen. Undankbar. Ja gut, wenn du jetzt die Runde verlierst, ist vorbei. Dann kannst du es vergessen, Ja. oder? Also müssen sie jetzt relativ defensiv oder relativ offensiv und alles geben, ne? Das ist schwierig. Und meistens, oh, jetzt zum Beispiel N7 Oh, extrem holt zwei offensiv. Leute. Boogie geht mit nach Ja. vorne. Also einfach über die Mittelbrücke durch. Wird jetzt zwar Flo hat auch geflasht auf der keine Brücke. Chance auf der Seite. Ja. Flo wollte eine holen auf der rechten, aber kriegt ihn nicht. Kali zieht Hat ihn sich nur Boogie auf der angeschossen. Brücke. Barto holt Snake. Also geht hier relativ schnell zur Sache jetzt. Nur noch Kali und Flo leben im Team von Uprising. Ah, einer ist weg. Flo holt N7. Charti. Ach Mann, ey, so schnell wie das geht. Jetzt nur noch Flo gegen 3. Und N7 rückt vor. Ah, Ja. das war's. Das ist die Entscheidung. Ja. Ja, das war's. Schönes Ding eigentlich von N7. Haben sie nochmal gut rausgeholt, am Ende diese offensive Taktik zu gehen, weil sie hatten ja nicht viel zu verlieren, hatten ja ein paar Ja, Matchpoints genau. Hast du ein sozusagen. paar Runden quasi gut. Also du kannst Ja. dann auch ein bisschen mehr Druck machen als sonst. Auf alle Fälle, ja. Ja, jetzt müsste es eigentlich vorbei sein, oder?
Oder spielen Sie es In noch der aus? Regelfall, also es gibt natürlich Gegner, die dann abbrechen. Kann man machen, wie man will. Ja, also ich finde es halt immer okay. Also ich denke auch gerade mal, wenn du im Stream bist, dass man sagt, ey, wir ziehen es halt zu Ende. Und es ist ja auch, selbst wenn du weißt, du hast verloren, es ist natürlich hinterher netter auf dem Papier, wenn irgendwie bei deinem Lu steht zum Beispiel ein 15, 17 verloren oder sowas, als wie jetzt dann irgendwie da abgebrochen oder so. Ne? Also Ja. deshalb, Svensson zieht jetzt eigentlich gerade ganz schön mit der ACR Inspiration. Jetzt geht's meistens dann auch ab so einem Punkt richtig zur Sache. Ne? Also. Jetzt wird auch relativ offensiv gespielt, weil es auch keine mehr interessiert, klar. Und da kann man jetzt auch mal zeigen, was geht. Bato holt jetzt schön mit einer Semtex hier Flo weg, der da relativ gechillt hat auf dem Felsen. N7 zeigt jetzt nochmal hier ihre ganze Klasse, hätte ich mal gesagt, in der schnellen Runde. Und holen sich das 5-1, also relativ krass. Ganz schön finde ich eigentlich, wir haben jetzt bis zum Ende noch 263 Zuschauer aktuell, kriege ich angezeigt. Ich habe es gar Ja. nicht gedacht, also wir hatten, glaube ich, vor dem Match waren es Höchstzeiten 340 oder so, ich habe sie nicht so verfolgt. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass viele Leute sagen, die jetzt so E-Sport-technisch da nicht so unterwegs sind und jetzt zu so einem Clan gehören oder so, dass die dann sagen, hey, da schalte ich schneller ab oder so, ja, oh, da ist nur so ein Spiel und so, wir wollen eigentlich lieber lustige Sachen sehen. Also, dass immer noch hier knapp 270 Leute sind, Leute, echt Hut ab, schönen Dank fürs Zuschauen. Ja, hätte ich auch mal an der Stelle gesagt, vielen Dank für die Leute, die auch solche Aktionen mal unterstützen, weil es ja relativ selten der Fall ist, dass Kommentatoren auch mal sowas, ich will nicht sagen kostenlos machen, aber einfach mal so zum Spaß. Weil mittlerweile sind diese ganzen Livestreams ja nur noch verrufen, so ich lasse den mal laufen und schalte alle 30 Minuten Werbung. Gibt dann Und ordentlich Geld halt ja, irgendwie. ist klar, ne? Aber ich sag mal so, das ist auch. Man muss auch das immer mit einem gewissen Fun-Faktor sehen, weil ich finde dieses Kommentieren jetzt ähnlich wie ein Fußballspiel kommentieren. Wenn jetzt ARD anrufen würde und sagt, ja, du, Alassiri, wir kennen deinen YouTube-Kanal, würdest du das nächste Länderspiel von Jamaika gegen Uruguay kommentieren, würde ich auch sagen, na klar, Leute, wo wird das ausgestrahlt? Na ja, wird nicht ausgestrahlt, wird nur im Radio zu hören sein, auf einer UKW 37er Welle oder so, ne? Würde ich auch sagen, na ja, gut, dann machen wir das halt, ne? Ja. Boogie holt hier nochmal Kali, ist in One-on-One, glaube ich, gerade. Snake Ja. gegen Boogie. Ja, also ich finde es generell, das war so ein Anliegen, was ich hatte, dass ich gesagt habe, es wird halt sonst von der Seite Spielquadrat übertragen, relativ häufig diese Spiele. Und da ist es so ein Ding, da bleibt es relativ konsolsintern. Also die machen es sehr professionell, die haben eine eigene Page, wo fast, oder wo sehr, sehr viele Spiele, auch Gears of War zu übertragen wird, Modern Warfare so oder so. Und da ist es aber so, dass das von den Zuschauern her halt immer bei diesen Ligaspielern bei Konsols bleibt. Und so ein bisschen so ein Anspruch oder so ein Anreiz war halt mal, naja, so ein Liga-Match halt auch mal Leuten zu zeigen, die sonst halt eben kein Liga-Match gucken würden. Ja, um Ja. einfach mal zu sagen, hey, es gibt halt sowas wie Ligen und es gibt halt sowas wie Cups und so. Und wenn man der Meinung von sich selber ist, ey, ich und meine vier, fünf Freunde, die irgendwie Public zocken, wir sind da ganz schön derbe drauf, dann kann man sich quasi hier beweisen, wenn man möchte, sage ich jetzt mal. Ja, also wenn man hier besteht, ist es schon mal nochmal eine andere Hausmarke, als wenn man Public, kann ich jetzt mal sagen, Ich 4-0 denk, holt. das ist, ich habe auf dem Los Angeles Event habe ich ja viele deutsche Teams auch kennenlernen dürfen und man darf immer nicht dieses Miteinander vergleichen, diese Public-Leute, die dann sagen, ich habe eine 2er KD und ziehe alle weg, wenn ich dann in der ESL spiele und krieg dann auf die Fresse von allen möglichen, dann möchte ich die Leute mal sehen, die dann dementsprechend was sagen, weil da kommt es wirklich drauf an, wie arbeite ich im Team, wie gut ist mein Team und wie gut spricht man sich ab, ne? Ja, absolut. Es sind halt gerade diese ganzen Callout-Sachen, also dass man halt eben ansagt. Also Ansagen finde ich, also klar, Skill, also du brauchst halt irgendwie Movement, Laufwege und so, aber dieses Miteinander, diese Ansagen und so. Und auch ganz derbe. Oh, Boogie geht direkt durch zum Planten, wird auch erschossen von links. Schöner Kill hier von Svensson. Holt Flo in der ganzen, ärgerlich für Flo, ja. Flo kommt gesprungen raus und Svensson dreht sich so, also läuft ihm in den Rücken. Ganz geiles Ding eigentlich für Flo, sicherlich ärgerlich. Ja, da hat er kassiert, leider. Bato holt Snake und holt Kali und müsste jetzt eigentlich auch noch den dritten holen. Ah, Inspiration zieht Sharky so. Meine Güte, ey, da überschlagen sich ja quasi die Worte. Einer schreibt jetzt hier zum Beispiel, aber COD ist meiner Meinung nach kein Liga-Game. Da muss ich ganz, 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 ganz krass widersprechen, weil es ist eins der Ja, meistgespieltesten absolut. Also das Liga-Games. meistgespielt. Also in Deutschland auf Ja. jeden Fall das eine Ligaspiel überhaupt. Also auf der Konsole, ja. Also da ist Halo, ist hier in Deutschland leider nicht so durchgestartet, wie es vielleicht das Ja. verdient hätte. Aber man Ja. muss ja auch ganz klar sagen, dass man für die Liga und für so Spiele das Spiel
sehr, sehr stark reglementieren muss und einschränken muss, um es halt ligatauglich zu machen. Ja? Also du siehst ja hier zum Beispiel auch keine Claymore oder sowas, weil es Ja. einfach nicht zu einem Liga-Match dazugehört. Ja? Also da wird dann halt versucht, mit einem Regelwerk mehr E-Sport-Tauglichkeit einfach reinzupressen, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, Chief ist auch mit dabei. Hallo Chief. Das schreibe ich jetzt mal in den Chat. Hallo Chief, du Hund. Du Hund. Ist das Hardcore? Nee, ist kein Hardcore. Ja, im Endeffekt Hardcore ist es nicht, nein, aber Hardcore in dem Sinne, dass du kannst deine Teammates abschießen, das ist dann schon Hardcore. Genau. Also das wird halt gemacht, damit du halt quasi nicht wahllos einfach in die Menge ballern kannst, ja, sondern soll ja ansatzweise auch um Können gehen. Und deshalb sind auch so Sachen wie Pumpguns oder Granatwerfer oder so verboten, weil es halt Logo könnte die jeder benutzen und die Logo wäre es dann vielleicht gleich von der Chance. Aber da ist das 6-2. Es soll ja darum gehen, dass der beste Spieler gewinnt und nicht der beste Spieler, der die meisten Granaten irgendwie wegschießt oder so. Ja, oder der jetzt einfach um die Ecke rennt und einfach mal mit seiner Akimbo-Waffe da einfach mal draufhält, die dann 700 Meter weit schießt. Wah! Oh. Acht. Schwierig, schwierig. Ja, Leute fragen hier 1913 ist es ausgegangen, wenn ich das richtig sehe. viele Leute fragen hier nach Headsets. Also Headsets gibt's doch genug Videos beim Frank, da könnt ihr euch doch einfach die Videos anschauen. Gute Headsets sind natürlich das Astro A40, das PC 360 von Sennheiser Ich weiß nicht, wo mein oder Astro ist. Ich auch wollte gerade in die Kamera die halten. Turtle Beach-Reihe. Also von dem her, da kann man sich auch relativ easy irgendwas aussuchen. Ich sag mal, Headsets unter 100 € zu finden, wird schwierig. Weil da gibt es schon welche, die gehen aber dann Richtung Stereo-Headsets und das muss ich eigentlich ehrlich sagen, muss nicht sein. Ich sag mal an dieser Stelle, das ist vorbei. 19 zu 13 hast du gesagt, Ja, ging es 19 zu aus. 13 ist, glaube ich, aus. Schönes Game eigentlich gewesen. Vier Karten gesehen, vier relativ gute Karten und das muss ich schon echt sagen, ist cool gewesen. War mal was Neues eigentlich. Ja, also für mich war es jetzt nicht so neu. Also ich habe eine Zeit lang schon mal, ich weiß gar nicht, ob schon bei Call of Duty 4 war oder ist bei Modern Warfare 2. Ich habe schon eine Zeit lang mal so Livestreams moderiert. Das lief damals über eine andere Seite, wo ich dann häufig Co-Mod war. Und da ging es halt noch viel mehr darum, dass man halt, sag ich jetzt mal, in so einem privateren Kreis, dass die Spieler sich untereinander kannten, dass man gesagt hat, hey, heute spielt er mit der Waffe, heute spielt er mit dieser Waffe. Was ich gesagt habe, heute ging es ja ein bisschen mehr darum, das mal so an die Öffentlichkeit zu tragen. Aber so ganz neu war es für mich jetzt nicht, aber ich habe es, glaube ich, ja, bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr gemacht oder so. Also hier so ein E-Sport-Livestream im Grunde genommen. Ich habe ja neulich schon mal so zwei, drei Sachen von mir gestreamt, war ich relativ überrascht, dass das, ja, Leute gucken, sage ich jetzt mal, ja. Ja, du hast ja, glaube ich, gar nicht kommentiert, ne? Was denn? Dein Livestream. Unterschiedlich. Ah, nee, letztens, wo wir gespielt haben mit Chris und Friseur, den habe ich einfach so laufen lassen. Ja, weil da war es Ja, halt so, da habe ich gedacht, ey, da sind Leute dabei, die kennen, die sind halt bekannt. Da habe ich gedacht, vielleicht ist es für den einen oder anderen schön zuzuschauen. Aber da wollte ich halt, jetzt sage ich mal, pauschal einfach mit euch spielen. So, aber ansonsten habe ich jetzt zweimal, ich hab gestern Nachmittag zum Beispiel live gestreamt, irgendwie aus Lust und Laune, weil ich gerade eine Webcam neu hatte. Das Ding hier oben, warte mal, das blende ich jetzt nochmal ein, das ist geil. Da hatte ich Soul Calibur hier, hatte ich gerade gekriegt und dann habe ich gezeigt, wie ich das so ausgepackt habe und so. Und heute habe ich gekriegt, und die kann ich auch nochmal in die Kamera halten, wo ist es? Heute habe ich gekriegt Darkness 2. ich mag auch mal ein paar Spiele kriegen. Ich kriege immer gar keine hier. Ich kriege immer nur die Battlefield oder sowas, ey. Guck mal, kann man das sehen in der Ja, man Webcam? Das sieht's, ist man sieht's, so ja. eine Hologramm-Ding. Das bewegt sich so. Also Darkness 2 habe ich jetzt angefangen noch zu spielen, aber im Moment nimmt es auch. Oh, ich habe noch was gekriegt. Da auch nochmal einen schönen Dank. Das ist über Uprising bei mir angekommen hier. Vom Uprising Johnny. Das ist. Wie spricht man das aus? Spricht man das aus? Catherine oder Catherine? Oh, Catherine ist das, ja. Ja. Das ist ein Spiel, das ziemlich krass, habe ich auf der Gamescom gespielt. Die da Dame, die auf dem Cover ist, durfte ich auch in live betrachten. Sieht in live besser aus als im Spiel. Also das ist so, da werde ich jetzt mal wieder die PS3 für anschmeißen. Die habe ich erst so lange jetzt nicht angehabt, das Teil. Die liegt immer noch am Blick. Wenn wir schon eine Cam haben, die ist immer noch komplett unangeschlossen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ey, oh, die staubt schon, wenn ich die hochhebe. Ey, kannst du mich mal auf der PS3 adden? Nein, die ist nicht online. Aber ich schließe jetzt mal an, um Catherine zu spielen. Aber da werde ich es auch offline spielen. Nämlich Es seit. ist relativ schwierig, muss ich dir sagen. Also der Spielmodus ist extra in Deutschland gepatcht worden für Spiele nach unten, extra gepatcht. Also das hört man ja selten, dass Spiele nach unten gepatcht werden, was Für den mich. Schwierigkeitsgrad betrifft.
Und auch ich weiß nicht, wo war es denn letztens? War es bei Game One? Bei Game One war es, glaube ich, wo sie gesagt haben, diese Story, die da drin vorkommt, ist schon richtig cool, weil es geht ja darum, dass dieser Typ eine Freundin hat, die Catherine mit K heißt und eine Affäre mit einer anderen Frau anfängt, die Catherine mit C heißt. Und dann geht es halt eben rund bei den beiden. Es ist echt cool. Ich weiß noch gar nicht, wann ich das mit dazwischen schieben soll, weil eigentlich, also ich spiele online halt im Moment wieder ganz gerne ein bisschen Modern Warfare. Also Battlefield habe ich gerade wieder so irgendwie, das ist immer so, da kriege ich zwei, drei Mal auf die Fresse und dann denke ich so, oh nee, jetzt reicht's mir mal wieder. Und jetzt bei Modern Warfare läuft es halt gerade ganz gut. Dann spiele ich auf jeden Fall irgendwie Skyrim, weil ich es halt super geil finde. Auf So. jeden. Und dann, ja, Soul Calibur ist mal so ein Ding, da kann ich meine Freundin verprügeln. Also das ist auch so ein Ding, was die so spielt hier, wie mit zwei Pads. Ja, und dann Darkness kommt dazu, Catherine kommt dazu und dann geht's jetzt halt, ja, also jetzt so langsam kommt's wieder. Ich weiß nicht, dass die ganzen Spiele kommen. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Also, Headset-Video mache ich auch noch zwei oder drei. Hast ja gar keine Freizeit mehr. Das geht nicht. Ah, ich sehe aus wie der Hausmeister von Scrubs, ja, das ist auch mit Abstand der coolste Typ da, muss ich sagen. Falls du es nicht wusstest, der Hausmeister von Scrubs spielt ohne Drehbuch. Echt? Nee. Ja, komplett textfrei. Das ist ja geil. Ja, weil also ich und meine Frau sind große Scrubs-Fans und wissen da eigentlich ziemlich viel drüber und das ist echt geil. Ich schalte mich jetzt mal wieder weg. So, ich sitze hier. So. Musst du mir mal deine Streaming-Settings schicken, weil dann probiere ich die mal aus. Was hast du für Internet? Hast du auch Ja, 50.000er genau. DSL? Ich habe eine Ja, 50.000er DSL. dann Und musst du mir mal deine Settings rüber schicken, dann. also große Geheimnisse gibt es ja hier eigentlich nicht. Also ich habe am Anfang habe ich mal, du kannst maximal hier zu Twitch TV mit 5048 Kilobit SEC hochladen. Und ich habe dann einfach 5.000 gedreht, wo du scheiß drauf, lädst halt 5.000 drauf. Und da hatten wohl viele Leute das Problem, dass wahrscheinlich dann die Quali so hoch ist, dass es zum Runterladen aber schwierig ist, ja? Also wenn du nicht eine dicke Leitung hast. Und dann habe ich es halt mal irgendwie langsam runtergedreht und habe es dann auf 2.500 stehen lassen, weil 2.500 war von der Quali her ja noch absolut super und ich denke für die meisten auch gut zum Angucken. Ich glaube, ich streame sogar auf 3000. Ja, also ich habe Muss ich jetzt, jetzt, ja. weiß gar nicht, was du sonst noch eingestellt hast. Ich gucke jetzt gerade mal selber bei XSplit Also rein. ich streame halt auf 720p, ne, also Das habe ich 1280 mal auch, ja. 720 und dann 2500 und die Soundrate habe ich glaube ich auf 128.000. Ja, das ist relativ gut. Ja, weil Also ich sonst, also finde auf auch von. 64.000 ist es manchmal so ein bisschen blechernd, ja, also dann denkst du, ey, ja, das war mir dann.